Moin zusammen, willkommen zur Vorlesung Logik, einem Wahlfach in dem Bereich Informatik. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen darüber informiert, worum es um Logik geht. Ansonsten, ja, hören Sie sich einfach die erste Vorlesung an. Da gibt es einen kleinen Überblick auch der Begrifflichkeiten, die wir benutzen werden. Und dann kann man danach ja endgültig entscheiden, ob man an der Veranstaltung teilnehmen möchte. Worum geht es mir bei der Logik? Ich habe hier zwei Kernziele formuliert. Einfach, Sie sollen in der Lage sein, Sachen zu formalisieren, präzise zu beschreiben. Die Logik hat die Möglichkeit, eben Aussagen klar zu definieren und man kann sich dann darum kümmern, ob Aussagen wahr oder falsch sind. Da wird die Logik auch bei helfen. Wir werden eigentlich sehen, ja, es kann auch immer noch Aussagen geben, wo wir nicht genau sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Ja, und ein zweiter sehr wichtiger Teil ist eben der praktische Anteil, ist die sogenannte deklarative Programmierung. Bei der deklarativen Programmierung geht es darum, dass man aufschreibt, was man haben möchte und dann gibt es dahinter ein Programmsystem, das die Lösung berechnet. Oder sagt, hey, gibt keine Lösung. Solche Ideen sind bisher im Studium nicht wirklich vorgekommen und das ist eben auch eine neue Denkweise. Und das finde ich auch sehr spannend, in anderen Veranstaltungen andere logische Denkweisen kennenzulernen und mit denen zu arbeiten. Und das werden wir halt in dieser Veranstaltung machen. Den groben Ablauf habe ich Ihnen hier beschrieben. Sie haben es mitbekommen, es gibt 2 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Praktikum. Da kommen eben 5 Leistungspunkte raus, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch. Wichtig zur Organisation ist, diese Vorlesung hat ein Praktikum. Das heißt, es gibt immer Praktikumsaufgaben. Das heißt, jede Woche kriegen Sie ein Aufgabenblatt und müssen bis zur nächsten Woche dann diese Aufgaben lösen. Das Praktikum selber wird auch wieder online stattfinden. Das bedeutet, wir werden uns dann zu einem gewissen Zeitpunkt treffen und ganz einfach mit Ihrer Arbeitsgruppe Ihre Ergebnisse diskutieren. Das Finden der Termine passiert typischerweise zum ersten Praktikumstermin. Das heißt, da müssen Sie ja noch nichts mitbringen. Das heißt also, die Ergebnisse für das erste Aufgabenblatt werden dann eben beim zweiten Praktikumstermin benötigt. Was brauchen wir, damit Sie teilnehmen können? Ja, Sie müssen sich in 2 oder 3er Gruppen organisieren. Falls Sie keine haben, werden wir wahrscheinlich in der ersten Veranstaltung dann eben ersten Praktikum das dann hinbekommen. Der nächste Schritt ist ganz einfach. Sie müssen da sein, wenn das Praktikum stattfindet. Und Sie brauchen sinnvolle Lösungsversuche. Diese Lösungsversuche heißen nicht, dass sie perfekt sein müssen. Sie müssen deswegen nur in Anführungsstrichen die Aufgaben sinnvoll bearbeitet haben und falls Sie mal nicht weiterkommen, beschreiben können, woran das liegt. Und natürlich sollten Sie zwischenzeitlich vielleicht mal versucht haben, dann mit mir Kontakt aufzunehmen, um das Problem vielleicht schon vorher zu lösen. Insgesamt gibt es 11 Aufgabenblätter. Das hängt ein bisschen von der Anzahl der Vorlesungen ab. Es könnten auch mal 10 sein. Und es gibt eben Praktikum und es gibt Punkte dafür, für die Aufgabenblätter im Praktikum. Hier steht bewusst die Zahl von 85 drin. Punkte gibt es für redlich bemüht, wie gerade beschrieben, also die vollständige Anzahl. Die 85 deutet an, falls Sie mal eine Aufgabe doch gar nicht hinbekommen oder zum Beispiel mal krank sind oder ähnliches, dann kann man da so einen kleinen Puffer schaffen. Mein Tipp ist immer, nutzen Sie den Puffer maximal zum Ende der Lehrveranstaltung aus. Ja, das heißt also, das ist das Praktikum. Dann ist die Frage, wie machen wir die Prüfung? Ganz einfach, es ist eine Hausarbeit. Sie werden typischerweise in der gleichen Gruppe, mit der Sie auch das Praktikum machen, Aufgaben bearbeiten. Hausarbeit heißt, Sie machen eine schriftliche Ausarbeitung, die geben Sie ab, ich lese sie und klebe eine Note drauf und schreibe Ihnen noch ein ganz paar Kommentare dazu eben über wichtige Sachen, die mir während des Lesens aufgefallen sind. Die Themen der Hausarbeit sollten Sie auf der Webseite der Veranstaltung bereits gefunden haben. Da gibt es einen Rahmen dazu, wie die Aufgaben aussehen können. Die konkrete Klärung der Aufgabenstellung machen Sie dann mit mir persönlich zur Vorlesungszeit oder im Praktikum. Das kann man dann auch nochmal angucken. Ja. Folienveranstaltungen sind recht schnell. Sie merken auch, ich kann sehr schnell reden. Ich versuche ab und zu langsamer zu reden. Das geht nicht unbedingt immer auf, das merke ich auch. Aber bis jetzt ist es so, dass Studierende ganz gut mitgekommen sind. Machen Sie das bei diesen Vorlesungen, die online sind, bitte genauso wie bei anderen Vorlesungen auch. Überlegen Sie sich parallel Fragen. Denken Sie mit, kriegen Sie mit, ob Sie es verstanden haben. Das heißt, nutzen Sie bei zum Beispiel Videos die Stopptaste. Dann kann man sich was aufschreiben, erstmal drüber nachdenken und gegebenenfalls die Frage dann später formulieren innerhalb der Vorlesung. Es gibt auch verschiedene Ansätze, wann man die Vorlesung sich anhört. Entweder zur Vorlesungszeit, dann hat man sehr schön die Möglichkeit, eben mit Stopptaste sogar direkt Fragen zu stellen. Oder man macht es unmittelbar vorher
und nutzt die Zeit dann aus, während der Vorlesung dann die Fragen am Anfang zu stellen und dann vielleicht nochmal Sachen sich selber genauer, intensiver anzugucken. Typischerweise wird von Studierenden ein hoher Anteil an Eigenarbeit erwartet. Das bedeutet im Klartext, wenn Sie was tun und Fragen haben, bin ich jederzeit praktisch für Sie da. Bedeutet, Sie können jederzeit mir eine E-Mail schicken und ich versuche, Sie am nächsten Arbeitstag zu beantworten. Falls Sie irgendwie da was diskutieren wollen, versuchen wir am nächsten Tag einen Termin in Zoom zu finden. Das sollte möglich sein. Eigenanteil heißt aber auch, wenn Sie nicht kommen, ist es Ihr Problem. Insbesondere, wenn Sie nicht kommen und ich auch nicht weiß, warum. Wenn Sie nicht kommen, weil Sie krank sind oder irgendwas, welche anderen Probleme da es gibt, melden Sie sich, dann kann man immer noch gucken, ob es einen Plan B oder C gibt, um das Praktikum und auch die Veranstaltung erfolgreich zu bestehen. Ja, melden Sie sich in Oskar, das ist das alte System, in Ilias zur Vorlesung und Praktikum an, sodass man eben sehen kann, dass Sie da sind. Das hilft uns deutlich bei der Verwaltung. Kommen wir ganz kurz mal zum Inhalt. Ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen zur Einleitung hin und dann eben die zentralen Themen der Logik und dann genauer werden wir uns dann angucken. Erster Teil beschäftigt sich mit der Aussagenlogik. Das ist das, wenn man nur und, oder und eine Negation hat. Das sind also Formeln, wie man sie klassischerweise auch in der Programmierung, wenn Sie ein if und in Klammern was schreiben, dann wird das das sein, was da so drin steckt. Und das werden wir dann hier präzisieren. Bei der Prädikatenlogik beschäftigen wir uns mit etwas, was Sie vielleicht in der Mathematik schon gesehen haben, mit Quantoren unter anderem, für alle und es gibt. Da werden wir uns eigentlich auch damit beschäftigen, was bedeutet das genau? Und kann man solche Formeln auch irgendwie einfacher schreiben, umschreiben? Gibt es auch die Möglichkeit zu zeigen, dass solche Formeln gültig sind? Also sind sie korrekt oder sowas ähnliches? Solche Begriffe werden wir nicht wischiwaschi wie jetzt, sondern da präziser kennenlernen. Der Fokus ist dabei eigentlich auch, dass wir uns in Richtung Programmieren mit Logik beschäftigen. Das sind es eben die Prolog, Programming with Logic oder in Logic. Das heißt, es gibt eine Programmiersprache, die eben auf diesen Logiken aufbaut und die ist eigentlich, wenn man reinkommt, relativ intuitiv und sie hat den ganz großen Vorteil, fast alle Programme, die Sie schreiben, sind deutlich kürzer, als wenn Sie sie in irgendeiner anderen Programmiersprache schreiben. Kleine Gehässigkeit. Das Schreiben und das darüber nachdenken dauert deswegen ab und zu etwas länger. Aber ich behaupte, es macht Spaß. Mir jedenfalls. Okay. Dann im nächsten Schritt beschäftigen wir uns mit sogenannten Business Rules Engine. Und die nutzen einfach genau diese deklarativen Ideen aus, die es im Prolog auch gibt. Die konkrete Engine, die wir nutzen, heißt Drules. Und die wurde auch bereits in unter anderem zwei Bachelorarbeiten in Unternehmen genutzt. Dabei war es nicht meine Idee, Drules zu nutzen, sondern die Unternehmen sind selbst drauf gekommen. Und wir werden dann sehen, eben, dass man die Logikideen, die wir vorher entwickelt haben, sehr schön dafür nutzen kann, um so eine Business Rules Engine zu programmieren und dann damit eben auch erfolgreich dann Regeln in größere Software umzusetzen. Der letzte Punkt ist ausgegraut, da ich zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos noch nicht weiß, ob ich das wirklich schaffe, mit einzubauen. Ansonsten werden wir uns da noch mal ein bisschen mit der Idee beschäftigen, wie man Programme beweisen kann. Also auch etwas eigentlich sehr Spannendes. Gucken wir uns einmal etwas genauer an, wie das Vorgehen hier aussieht für die Veranstaltung. Also die Grundidee ist, wir werden uns eben verschiedene Bereiche der Logik, insbesondere Aussagenlogik und Prädikatenlogik, genauer angucken und das eben formal beschreiben. Formal heißt hier mathematisch präzise. Also es gibt praktisch nichts, worüber man diskutieren kann dann. Das ist das Schöne dran. Und diese Ideen, eben etwas zu formalisieren, kennen Sie schon oder lernen es kennen auch in der theoretischen Informatik. Die werden wir auch dann irgendwann vielleicht sogar zusammen erleben. Das hängt davon ab, in welchem Semester Sie das dann machen. Und dann kann man dort eben auch die Ideen der theoretischen Informatik sehen. Und eigentlich ist die Logik einfach nur ein Teilgebiet der theoretischen Informatik und wird auch an Universitäten gerne dort in dem Bereich unterrichtet und gehört dann sehr, sehr häufig zum Pflichtkanon sogar dazu. Also, das hat nebenbei einen zweiten Effekt, dass wenn Sie ein bisschen Glück haben und zum Beispiel sagen, hey, ich möchte noch ein bisschen akademisch weitermachen, dann kommen Sie wahrscheinlich auf die Idee, den Master an der Uni zu machen. Insbesondere, falls Sie irgendwann mal die Idee haben sollten, promovieren zu wollen. Ansonsten haben wir natürlich auch einen super Master bei uns hier an der Fachhochschule. Ja, den kann man natürlich genauso gut da auch machen. Aber eben,
wenn Sie an die Uni wechseln, wird Ihnen ab und zu mal gesagt, hey, Sie können so wenig Theorie und Sie müssen dann irgendwas nachmachen, also eine Lehrveranstaltung nachholen. Und das kann man eventuell sogar vermeiden, wenn man diese Veranstaltung gehört hat. Dann kann man zeigen, guck mal, ich habe Logik, das und das ist da drin und dann kann das auch angerechnet werden. Generell sollten Unis da eigentlich nicht so im Detail drauf gucken, sondern einfach nur die Credit Points sagen, Sie haben ordentlich einen Bachelor, also können Sie einen Master machen. Das klappt leider nicht mit allen Universitäten, auch mit Universitäten, die nicht besonders sehr hervorragend sind, klappt das witzigerweise nicht. Also das ist kein Zeichen von Qualität, wenn man Fachhochschulmaster nicht in einen Uni-Studiengang reinlässt. Darüber könnten wir auch mal getrennt diskutieren, wenn man mal Interesse dran hat. Okay. Mein Schwerpunkt nebenbei liegt auf Konzepten. Das heißt, wir werden uns nicht intensivst über viele Folien mit Beweisen beschäftigen, sondern Beweisideen haben und wenn etwas mal konstruierbar ist, natürlich die Konstruktionen genauer angucken, allerdings eben dann nicht wirklich alles bis aufs i-Tüpfelchen mathematisch formal beweisen können. Das ist eben bei auch schwierig, weil da müsste man eigentlich einen in der Logik selber die Logik beschreiben und darin Beweise machen. Das ist machbar und auch das ist sehr interessant, aber da sind wir in dieser Grundlagenveranstaltung leider zu weit von entfernt. Also wenn man irgendwann mal was mit Beweissystemen zu tun haben möchte, dann Theorembeweisern zum Beispiel, ist das hier eine gute Grundlage, aber da kommen wir selber hier nicht hin. Die Sachen, die wir uns jetzt hier auch in der Theorie angucken, werden wir auch im Praktikum natürlich einüben. Ein kleiner Teil davon sind Papierübungen, das heißt, wo Sie Sachen aufschreiben müssen. Ein anderer Teil wird sich mit Programmierung beschäftigen. Die Grundidee da ist, wenn ich Ihnen etwas definiere und zeige, wie eine Definition funktioniert, kann man das sehr einfach überprüfen, ob man sie verstanden hat, indem man sie in einem anderen Formalismus beschreibt. Der andere Formalismus ist ganz einfach, Sie programmieren es aus. Ich werde dann teilweise eben Sachen vorgeben und Sie werden die Sachen dann erweitern. Und dann kann man daran eben feststellen, hey, dieser Begriff sieht ja auf dem Papier so aus, wie muss ich den eigentlich umsetzen, damit er auch dazu passt? Und da kann man sehr schön sein Detailverständnis mit eben ausfüllen und dann eben zum Ziel kommen, dass man alles verstehen kann. Die Programmierung selber passiert am Anfang in Java, am Ende auch. Tools kann man sehr gut von Java aus nutzen, allerdings auch von anderen Programmiersprachen. Und natürlich die Programmiersprache Prolog habe ich auch schon erwähnt. Und der generelle Ansatz ist, Definitionen und Algorithmen formal selbst umsetzen. Dies erfordert, dass Theorie dazu verstanden sein muss. Das heißt eben, wenn ich Ihnen etwas gebe, was definiert ist, oder wir uns einen Algorithmus auf Papier, also auf Folie angucken, dann ersetzen Sie das mal dann um und programmieren die Sachen. Literatur gibt es einige, leider nicht die eine super tolle, die man dort hat. Da muss man halt so ein paar Varianten mal angucken, mit denen man da arbeiten kann. Also es gibt sehr schöne Sachen, Vorlesungen im Internet dazu und auch schöne Skripte dazu. Denken Sie dran, wenn Sie was irgendwie als formale, irgendwie als Abschlussarbeit irgendwie machen, die Dinger sind leider nicht zitabel. Man muss da mal gucken, welche Quellen dort genutzt wurden. Falls man mal ein schönes Buch finden möchte, habe ich mal dieses Buch hier rausgesucht, das von der Notation her recht schön ist. Und gerade so für die ersten Bereiche, da Sie sehen hier so Kapitel 2, 3, 4, hilfreich sind. Eins ist die Einleitung, da braucht man eigentlich nichts dazu. Und 2, 3, 4 ist das, was man drin stehen hat. Ich habe auch mal ein Skript rausgesucht. Ich hoffe, das ist noch online. Wenn nicht, bitte melden Sie sich dran. Das sehen Sie hier dran. Vom Kollegen Schweikert dann in der Sache ein praktisch Ergänzungsskript, was er geschrieben hat. Das finde ich auch sehr schön. Gucken Sie, wenn Sie was runterladen wollen und nicht alles angucken, halte ich das hier vielleicht sogar für das Erste, was man dort angucken kann. Dann eben hier gibt es auch noch ein weiteres Skript zur Logikprogrammierung, auch sehr schön, was man dann auch nutzen kann. Dann habe ich hier noch ein drittes dazu. Sie sehen, der Link ist etwas lang geraten. Müssen mal gucken, ob man den von der Folie runterbekommt. Ansonsten ein bisschen googeln nach dem Titel und dem Namen bringt einen auch zum Ziel. Weitere Quellen nenne ich Ihnen nebenbei dann zwischenzeitlich noch. Das heißt also, es gibt noch mehr Literatur außer der, die ich Ihnen hier angegeben habe. Kommen wir jetzt zur richtigen Einleitung. Das heißt, ich möchte mit Ihnen einfach mal ein bisschen Ausflug machen, worum geht es in Logik und auch schon kleine erste Begriffe klären, die wir später brauchen wollen. Deswegen also Beispiele für den Logikbegriff, mal drüber reden, wo wird eigentlich Logik angewandt und dann auch noch einen kleinen Ausblick in die Logikprogrammierung hinein. Aber das ist nur ein bisschen Handwaving, was ich dort machen möchte.
Beginnen wir mit dem ersten Thema der Logik. Das ist die Aussagenlogik. Dazu muss man erstmal sich fragen, was ist eine Aussage? Rein anschaulich formuliert sind Aussagen sprachliche Gebilde, die entweder wahr oder falsch sind. Das heißt, es ist keine Emotion, gefühlte Sachen oder so, sondern man kann sagen, es ist wahr oder falsch. Es wichtig ist, es wird aber nicht gefordert, dass wir wissen müssen, ob sie wahr oder falsch sind, sondern wir wissen nur, es gibt ein wahr oder falsch als Antwort drauf. Hier habe ich in sowas Putziges aufgeschrieben mit 2 hoch 4242 minus 1 ist eine Primzahl. 2 hoch n minus 1, ob es da Primzahlen gibt, ist so eine spannende Sache, die in der Mathematik untersucht wird. Aber wir wissen klar, wie eine Primzahl definiert ist und man weiß auch, wie man das so ungefähr überprüfen kann. Ob diese Zahl noch in dem Bereich ist, der schon untersucht wurde, mittlerweile keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber man ist da schon sehr, sehr weit gekommen. Aber das ist hier nicht wirklich Thema. Aber wir haben eine Aussage. Das ist einfach das, was hier steht. Aussagen können so einfache Sachen sein wie hier, können aber auch mit sogenannten Junktoren zu komplexeren Aussagen verknüpft werden. Bleiben wir erstmal bei der Aussagenlogik, dann kennen Sie die Junktoren einfach als Verknüpfungselemente A und B oder mit einem Oder. Wenn dann, genau dann, wenn, oh, das kennen wir auch aus der Mathematik, also wenn dann, dann das und sowas dann, das sind alles Verknüpfungen, die es dort gibt. Und so werden aus Aussagen neue Aussagen, von denen man wieder klar feststellen kann, ob sie wahr oder falsch sind. Ja, das heißt, die Aussagenlogik beschäftigt sich eigentlich im Allgemeinen mit der korrekten Art des Argumentierens und Schließen. Das heißt also, wir wollen sehen, wie kann man aus korrekten Aussagen zu neuen korrekten Aussagen kommen oder sagen, ich habe hier eine Aussage, und ich weiß von anderen, dass sie korrekt sind, kann ich damit auch zeigen, dass die Aussage, die ich jetzt untersuchen möchte, ob sie korrekt ist. Ja, und das ist eben etwas, was man da sehr intensiv sich angucken kann. Das hat eine sehr lange Historie, weit jenseits der Informatik und geht zurück eben auf Philosophen. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Allerdings eben philosophische Texte werde ich hier mit Ihnen nicht betrachten. Das könnte man zur Einleitung durchaus auch mal machen, um zu sehen, wie die Welten da verknüpft sind. Verzichte ich aber an dieser Stelle darauf. Kommen wir zum ersten zentralen Begriff. Das logische Schließen werden wir später noch formal definieren, ist klar. Aber was meint man damit? Also, logisches Schließen heißt, ich habe Aussagen, weiß, dass sie wahr sind und schließe damit auf andere Aussagen. Also, wenn alle Personen, die Informatik studieren, eine Vorlesung theoretische Informatik hören, und ich Informatik studiere, werde ich theoretische Informatik hören. Jo, kommt man nicht drum rum, ist auch gut so. Gibt einige Sachen, die sehr toll sind in der theoretischen Informatik und eine zentrale Aussage eben, man kann nicht alles programmieren, die elementar wichtig ist und die man immer im Hinterkopf behalten sollte dazu. Das ist also klassisches logisches Schließen, wie es so funktionieren sollte. Es gibt leider auch Möglichkeiten, und das hat sich historisch auch so entwickelt, dass das logische Schließen nicht mehr so ganz logisch ist, sondern vermeintlich logisch. Das habe ich hier mal so ein bisschen aufgeschrieben dann, was hier so drin steckt. Also hier, erste Variante, wie man es falsch machen kann. Sarah schreibt in Logik eine Hausarbeit über Grafikprogrammierung mit Prolog. Ich nehme auch an der Veranstaltung Logik teil, also schreibe ich eine Hausarbeit über Grafikprogrammierung mit Prolog. Nein. Kann man sich, glaube ich, klar vorstellen in der Sache. Wenn hier stehen würde, und jeder schreibt eine Hausarbeit über Grafikprogrammierung mit Prolog, hey, dann könnte man das schon anders machen. Aber hier steht es nur drin, es gibt jemand, der das macht. Und ja, ich bin jemand anders. Wenn ich nicht Sarah bin, weiß ich das sicherlich nicht machen werde. Nebenbei, kann man Grafikprogrammierung mit Prolog machen? Ja, ist eine putzige Aufgabenstellung. Falls Sie das mal in der Hausarbeit analysieren wollen, also sich wirklich einfach einarbeiten, selber kleine Beispiele machen, Einführung dazu schreiben wollen, eins der vielen Themenmöglichkeiten, die es dort gibt. Das noch am Rand. Ja, dann nächste falsche Aussage, die hier drin steht. Die Straße ist nass, also muss es geregnet haben. Ja, klingt erstmal plausibel, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, kann man sich überlegen, nö, das kann auch irgendwie anders sein. Also, hat irgendjemand ganz einfach mal einen Baum gegossen und Wasser auf die Straße mitgeschüttet? Kann eine Straßenreinigung lang gefahren sein? Kann ein Hund hingepinkelt haben? Also etwas könnte wohl passieren, damit eine Straße nass wird. Da gibt es noch mehr Sachen. Also man kann das Kopfkino jetzt einschalten. Sollte man jetzt wieder ausschalten. Also eine Aussage, von der man erstmal denkt, vielleicht könnte wahr sein, aber sie ist es nicht. Dann eben so eine wunderschöne Aussage im Bereich Corona.
Jetzt weiß ich zumindest, dass dieses Video nirgendwo mehr gelistet wird von YouTube. Also eine Aussage, die man da mal versucht hat. Die Karten über die Verbreitung des 5G-Netzes in den USA sehen den Karten zur Verbreitung des Coronaviruses sehr, sehr ähnlich. Gerade von der historischen Entwicklung her. Also wird Corona über die 5G verbreitet. Das ist eine Aussage, die es ja ernsthaft mal gab in der Sache. Ja, und das ist eben so ein klassisches Problem der Logik, wenn man nicht so verstanden hat, was so Korrelationen sind. Es gibt einen Zusammenhang, der hier zwischen besteht, definitiv, den hat man erkannt. Muss es den dabei geben? Es gibt auch Zufälligkeiten dann. Also wer sich sonst mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird auch sehen, dass es Sachen gibt, die relativ zufällig zum Beispiel zu gleichartigen zeitlichen Verläufen führen. Hier ist sogar ein kleiner Zusammenhang und der sollte Ihnen auch klar sein. Ja, 5G wurde in den USA natürlich dort erstmal eingeführt, wo man am meisten Geld verdienen konnte. Also in Gegenden, wo sehr viele Menschen leben. Möglichst eng zusammen. Hey, und eben nicht nur die Firmen sind glücklich, da eben dann das 5G-Netz zu verbreiten. Corona war genauso glücklich drüber, bei Menschen, die eng zusammenleben und zu sein in der Sache und hatte Freude, da sich zu verbreiten. Ja, also es gab zwar einen Zusammenhang, aber hier einen logischen Schluss zu schließen, schade, nein, geht nicht, ist Unsinn. Dann kommen wir nochmal zum kleinen Thema der Logik. Was auch, kann Logik selbst unsinnig sein? Nein. Wir haben gelernt, Aussagen sind wahr oder falsch. Aber wir müssen gucken, was sind Aussagen? Und um das noch ein bisschen genauer anzugucken, möchte ich hier das Thema Paradoxon ansprechen. Widersprüchlichkeit in sich, die es dort gibt. Davon gibt es relativ viele. Ich habe hier mal eins rausgesucht. Abhängig davon, welche Übersetzung man mal anguckt, habe ich jemand einfach irgendwie ein Bibelzitat ausgekramt. Genau gesagt, hat es irgendein Kollege mal gemacht und ich habe es dann gefunden da als Einführungsbeispiel und fand das ganz putzig. Dann in der Sache kann man hier auch mal nachlesen. Also die, Achtung, vermeintliche Aussage. Es hat einer aus ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Ja, hat also selbst ein Kreter eingesehen, mein Gott, sind wir scheiße. In der Sache, was da so drin steht. Okay, also das ist die Aussage, die jetzt hier dieser Prophet gemacht hat. Dann kann man sofort feststellen, ist das eigentlich eine Aussage, kommen wir gleich drauf, aber ist das eine einfache Aussage, kann man sagen, nee. Es sind eigentlich drei Aussagen, die mit Junktion nicht ganz sichtbar, doch hier sichtbar verknüpft sind, mit dem Und. Also drei Aussagen. Also die Aussagen sind, die Kreter sind immer Lügner. Die Kreter sind böse Tiere. Und die Kreter sind faule Bäuche. Das sind also drei klare Aussagen, die getrennt dann wahr oder falsch sein müssten. Ja, dann kann man mal überlegen, ob das dann wirklich Aussagen sind. Wenn es Aussagen sind, muss man auch wahr oder falsch sinnvoll formulieren können. Also machen wir mal die Annahme, der Prophet, der ist ja selber Kreter, ist ihr eigener Prophet, hat recht. Das bedeutet, wenn ein Prophet jetzt hier eben Kreter ist, gelten alle drei Aussagen auch für ihn. Dann ist der Prophet selbst ein böses Tier und ein fauler Bauch. Kann so sein, kennen keine Propheten, durchaus denkbar. Dann ist er selbst immer ein Lügner, steht hier drin. Ah, das ist die Aussage hier A1, die hier drin steht. Also der Prophet ist ein Lügner. Damit sind alle seine Aussagen Lügen. Aha, das heißt, alle Aussagen von ihm sind falsch. Ja, das heißt eben, wir können dann allerdings sagen, oh, die Aussage A1 muss ja falsch sein. Dann muss ja die Aussage A4 gelten. Die Kreter sind keine Lügner. Aber die Aussage A4 und A1 widersprechen sich. Das heißt also, es gibt kein logisches Denkmodell, in dem beide diese Aussagen gelten. Ja, das heißt im Klartext, diese Aussage A, die hier steht, genauer gesagt A1, ist keine Aussage. Das ist das Paradoxon, weil man weder sagen kann, sinnvoll ist es wahr oder falsch. Wenn man jetzt überlegen könnte, könnte man das mit einer anderen Logik eventuell beschreiben. Dreiwertige Logik, vielleicht ja, wobei Achtung, hier steht ein immer drin. Natürlich, wenn man die Aussagen abschwächt und sagt, es gibt Kreter, die Lügner sind und es gibt Kreter, die keine Lügner sind. Ich kenne niemanden von Kreter, nehme ich aber mal an, dass das wohl hinkommen wird. Also klar, muss man da aufpassen. Aber das hier ist eben so ein klassisches Beispiel. Die Aussage oder vermeintliche Aussage, ich lüge, ist keine Aussage. Dann kommen wir zu diesen Paradoxien. Da kann man noch viele andere Beispiele finden. Ja, wollte ich aber hier nur mal eins aufführen, damit man ein bisschen über den Begriff Aussage noch mal genauer nachdenkt.
Ich habe schon erwähnt, die Logik selber ist Teilgebiet der Philosophie. Wenn man es ganz genau nimmt, kann man aber klar sagen, Logik, auch in dem Bereich, wie wir sie angucken, ist sie ganz einfach in einer Überdeckung drin von unterschiedlichen Themenbereichen, sehr großen Themenbereichen, die auch alle etwas miteinander gemeinsam haben. Das gucken wir uns mal kurz an. Also Logik, Teil der Philosophie, Philosophen, die sich mit Aussagen und den Verknüpfungen beschäftigen und darüber lange Texte geschrieben haben, sollte ihnen relativ klar sein. Wenn man versucht, die Sachen zu formulieren und das an die Sprache genauer anzugucken, sind wir im Bereich Linguistik. Also, wie formuliere ich Sachen? Und dann kann man dahin kommen, dass man in der Linguistik auch formale Regeln für Aussagen aufstellen kann. Also A ist eine Aussage, B ist eine Aussage, dann ist A und B auch eine Aussage. Das sind auch Regeln, die in der Linguistik vorkommen, also sprachwissenschaftlich, die dazu da sind. Nicht nur die Auswertung philosophischer Sätze, sondern auch eigene Regeln, die definiert werden. Solche Regeln findet man typischerweise auch in der theoretischen Informatik bei den Grundlagen vor, wenn man sich mit Grammatiken beschäftigt. Also, wenn Sie was mit formalen Sprachen machen, sind Sie eigentlich im Bereich der Linguistik und der Überschneidung zur Informatik, weil eben zum Beispiel die Syntax von Programmiersprachen durch Grammatiken beschrieben wird. Und das ist eben eng verwandt mit dem Begriff der Logistik, was man dort hat. Ja, deswegen ist die Logik auch hier drin. Die Logik selber passt zur Informatik natürlich auch sehr gut, weil Logik die Grundlage ist von allen Sachen, die man irgendwie kennt. Alternativen mit dem If ist das Einfachste, was man dort hat. Entscheidungen, die auf anderen Entscheidungen aufbauen, Richtung künstliche Intelligenz, von der eben die Logik eigentlich auch ein Fundament ist und auch diese Veranstaltung ein bisschen ein Fundament ist, passt also auch gut zusammen. Und natürlich können Sie die Präzisierung von Logikaussagen wunderschön in der Mathematik machen und eigentlich hätte man die ganze Logikvorlesung auch in der Mathematik halten können. Also hätten wir zum Beispiel jetzt hier einen Studiengang Mathematik, sowas gibt es an Fachhochschulen durchaus auch. Könnte man das in Logik genauso gut als Wahlfach oder sogar Pflichtfach in der Mathematik verorten, was man da so drinstehen hat. Also viele, viele Verknüpfungen, jeder mit jedem hin und her, deswegen dieses Diagramm mit dem Versuch, dass sich irgendwie alles schneidet. Und da passiert noch mehr drin, außer der Logik, die ich hier mal in die Mitte reingemalt habe. Aber nur so, um ein bisschen zu zeigen, welche Bereiche da also zusammenkommen und mit welchen Leuten man über das Thema eigentlich ganz gut reden kann. Da ich das Thema KI schon mal erwähnt hatte und das falsche Schließen mit oder mit Aussagen, möchte ich das auch nochmal in einem weiteren kleinen Beispiel klar machen. Auch wieder ein Beispiel, wo man sagen kann, hey, klingt eigentlich doch ganz logisch, einer Sache, um festzustellen, nee, ist es aber definitiv nicht. Und deswegen gucken wir uns das mal an. Also, ich mache das mal etwas abstrakter hier drin. Also, in einem Land leben 100.000 Menschen vom Typ A und 1.000 Menschen vom Typ B, was auch immer mal Typ A oder B sein soll. Einige haben 5 Finger, andere haben 6 Finger, egal, was sie gerne haben wollen. Denken wir aber jetzt nicht weiter drüber nach. Also die Annahme ist, unabhängig vom Typ gilt, dass bei einem Grenzübertritt eine Wahrscheinlichkeit von 10% auftritt, dass illegale Waren eingeführt werden. Ja. Die Grundannahme, potenziell sind alle Menschen gleich kriminell, finde ich, ist durchaus sehr passend. Ja, und dann gibt es hier eigentlich noch ein paar Kontrolleure, typischerweise sind das Leute vom Typ A. Kontrolleure prüfen jedes Jahr 1.000 Personen beider Typen und erwischen jeweils 100 Personen. Das bestätigt die Annahme. Eben wenn ich jetzt hier 1.000 Nasen vom Typ A habe und 1.000 Typen vom Typ B, müssen ja nicht alle gewesen sein, das können ja auch welche sein, die mehrfache Grenze übertreten haben, völlig egal hierfür. Wenn ich 10% erwische, erwische ich 100 Leute. Das ist auch soweit gut. Nichts gegen einzuwenden, wobei, ja, na gut, also warum sollte ich jetzt von den einen mehr als die andere überprüfen? Doch schon groß was gegen einzuwenden. Aber da kommen wir jetzt im nächsten Schritt drauf. Ja, jetzt kann man nämlich anfangen, putzige Statistiken aufzustellen. Also kann man sagen, wir haben 200 Verstöße festgestellt und können sagen, wir wissen, ach, wir haben vom Typ A 100.000 Nasen, vom B und Typ B 1.000 Nasen. Und wir haben jeweils 100 Tatverdächtige, also kann man dann eine Kriminalitätsquote ausrechnen. Und kriegt dann raus, eben 0,1% der A-Nasen sind kriminell, aber 10% der B-Nasen. Also, man kommt dann auf eine Polizistenlogik. Ich habe ein Bauchgefühl und ich weiß, der Typ B ist krimineller und muss häufiger kontrolliert werden. Das kann man sogar aus diesen Zahlen versuchen zu begründen. Sie sollten mathematisch in der Lage sein und eben mit der Aussage hier oben sehen, dass das hier absoluter Bullshit ist.
So muss man das klar so nennen. Ja, und das ist eben so eine klassische Problematik, die passieren kann, wenn man versucht, vermeintlich logische Schritte zu machen und auch noch ein bisschen mit Statistik rumrechnet und da etwas machen kann, was dann so hinkommt. Diese Sachen sollten Sie kennen. Da gab es diverse Sachen, wo darüber berichtet wurde, wo so etwas mal angeguckt wurde. Klassisches Beispiel war in New York die Diskussion über das Stop-and-Frisk-Fälle, also im Klartext, wo Polizisten einfach mit Bauchgefühl sagen konnten, wir halten mal jemand an und durchsuchen den. Rein zufällig haben sie natürlich dann deutlich mehr Leute durchsucht, die schwarz waren oder Hispanics waren und deutlich weniger Weiße. Und haben genau so eine Statistik dazu erzeugt. Ja, das geht leider. Ja, das ist dann eben so passiert und ja, da kommen eben so die Vorurteile hin. Also wenn Sie irgendwann noch mal einen Polizisten hören, dass er das Wort Bauchgefühl nimmt, glauben Sie mir, nee, passt nicht. Sollte man ihm auch versuchen, mathematisch noch mal zu erklären. Ich habe großen Respekt vor der Polizei. Sind auch alles zum großen Teil Beamte wie ich, Kollegen. Also in der Sache dann, thank you for your service ist der Standardspruch, den man da mal auch anbringen sollte. Aber eben bitte nicht mit Bauchgefühl so ein Bullshit aufbauen. Dann. Ja, wichtig für uns auch noch als eine weitere Sache im Bereich Logik, wenn Sie maschinelles Lernen machen und eben irgendwelche Sachen lernen, zum Beispiel mit Daten, die eingegeben werden, kann man genau darüber auch kommen und sehen, wenn Sie nicht alle Daten korrekt ins Modell haben, dass Sie genau dann eben so eine Art Racial Profiling damit eben argumentieren können. Da gibt es auch wieder schöne Fälle in der Literatur darüber. Man kann es natürlich vermeiden, eine KI ist ja nicht doof, in Anführungsstrichen. Wenn man die sauberen Daten einfügt, wird die KI sogar erkennen, dass das, was hier oben passiert, das Bauchgefühl-Bullshit ist. Also die kann dabei auch sehr gut helfen. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht genau falsche Sachen damit zementiert. Okay, das nochmal eben zu Problemen, Analysen, Logik. Und ein bisschen Logik ist immer eine schlechte Sache. Man muss es konsequent, logisch, vollständig betrachten. Ja, nächster Schritt, kommen wir mal zum Technischen. Deklarative Programmierung. In der Einleitung kurz erwähnt, was heißt das? Erste Sache, was kennen wir? Wir kennen die imperative Programmierung. Sie schreiben Programmierbefehle auf, klassische Programmierung meist mit einem Semikolon getrennt, Befehl nach Befehl nach Befehl und wir haben noch ein paar Schleifenmöglichkeiten und ähnliche putzige Dinge. Aber wir schreiben damit ganz genau auf, wie es gemacht werden soll. Wir lassen was berechnen, packen das in Variablen rein, nutzen die Variablen weiter und rechnen damit rum. Absolut okay, funktioniert, wissen wir. Ja, und eben zentrale Eigenschaften der imperativen Programmierung sind Sequenzen, Semikolon hintereinander. Wir haben Alternativen, ein If, ein Switch Case oder sowas. Und wir haben Schleifen, die genutzt werden können. Das ist also die Idee imperativ. Ich muss alles explizit hinschreiben. Anders ist der deklarative Ansatz. Der deklarative Ansatz ist, wir schreiben auf, was wir uns wünschen, und dann gibt es jemand, in Klammern der Rechner, eine Maschine dahinter, die guckt, ob sie unsere Wünsche lösen kann. Das ist jetzt ein bisschen sehr naiv freundlich formuliert, aber das ist so das Konzept, was man da haben kann. Also, wir schreiben auf, was es gibt, wir schreiben Fakten auf, wir schreiben Regeln auf. Das sind die beiden zentralen Vokabeln, über die wir später reden werden. Der Sache. Und dann wird die gegebene Software eben prüfen, ob wir eben irgendwas schließen können. Ja, der in der Software genutzte Algorithmus interessiert uns nicht, in der Realität doch etwas, das werden wir sehen, deswegen machen wir auch ein bisschen Grundlagen dann. Wir werden sehen, der Algorithmus ist, der dann da genutzt wird, auch keine Hirnchirurgie, sondern ist relativ intuitiv und wir können so ein Schließsystem, also deklaratives System, auch relativ einfach selber schreiben. Kennen Sie deklarative Sachen schon? Ja, eine Sache kennen Sie, wenn Sie zum Beispiel Java-Annotationen genutzt haben, dann beschreiben die oft Eigenschaften, die etwas haben soll. Also in den Grundlagen kennt man meist nur addOverride und das ist einfach deklarativ. Ich sage, das Ding überschreibt eine Methode, die es woanders gibt. Und eben der Java-Compiler, der Parser ist zu nett und sagt, ich gucke mal nach, ob das so ist und gebe gegebenenfalls eine Fehlermeldung aus, wenn es nicht der Fall ist. Das ist so eine ganz kleine Sache. Man kann noch viel mehr Sachen in Annotationen reinschreiben in Java und dadurch eben festlegen, dass da zum Beispiel Sachen überprüft werden sollen. Und genau das ist dann eben sehr praktisch und damit kann man dann arbeiten in der Form, wie es aussieht. Und dann gibt es eben jemand anders, den Compiler, der die Regeln überprüft, die dafür gelten, für die Aussagen oder Fakten, die man in eine Annotation geschrieben hat. Sie kennen auch schon eine andere deklarative Sprache. SQL gehört dazu. SQL sind keine Programmierbefehle.
Man verknüpft es relativ schnell damit, oh, ich führe einen SQL-Befehl aus und dann habe ich ja das Ergebnis und dann kann ich darüber iterieren. Dann kann ich da eben so die Ergebnisse einlesen, was es dort gibt. Und dieses Iterieren über die Ergebnisse, das ist natürlich wieder iterativ, Quatsch, inkrementell, was man dort hat. Also ein Iterator gehört zum klassischen inkrementellen Programmieren dazu. Das ist damit nicht gemeint. Aber überlegen Sie, wenn Sie so eine SQL-Anfrage aufstellen, ohne auf Details hier zu achten, select from where, wie war das nochmal? Ach, Tabellen, ach, die kann man joinen oder ein Komma dazwischen schreiben, ist eigentlich egal. Dann in der Sache dann, okay, ich nehme mal die beiden Tabellen, guck mal aus der Verknüpfung der beiden Tabellen raus, wo gelten denn diese beiden Eigenschaften, die hier drin stecken, und nimm dann aus dem Ergebnis raus und gib dann eben das hier als Ergebnis aus. Nimm aus der Tabelle an, ruf die Uhrzeiten raus. Dann ist das eine Beschreibung, was und wie dieser Anfrage aussieht. Müssen wir das selber programmieren? Nein. Wir müssen nicht intern eine Schleife über alle Besteller laufen lassen und dann für jeden Besteller hier über alle Anrufe laufen lassen. Müssen wir definitiv nicht, sondern das macht für uns die SQL-Maschine, die dahinter steckt. Und deswegen ist das hier deklarativ. Und wenn Sie sich ein bisschen genauer mit SQL beschäftigt haben, wissen Sie auch, es gibt unterschiedlichste Wege, Anfragen zu formulieren. Und das kann sogar abhängig von der Datenbank dazu führen, dass sie unterschiedlich schnell sind. Gute Datenbanken unterstützen Sie dabei, die geben dann Indikatoren aus, also Bewertungen für SQL-Anfragen. Man sagen kann, welche ist schöner. Ja, deswegen also Anfrageoptimierung kann massiv die Performance beeinflussen. Und hey, das lernen wir generell. Deklarative Programmierung gibt es auch in effizient und nicht so effizient. Und darüber werden wir dann intensiver sprechen. Diese Sachen hier kennen Sie wahrscheinlich noch nicht, aber ich hatte gerade schon mal kurz erwähnt, Annotationen in Java sind deklarativ. Das heißt, die beschreiben, dass man etwas haben möchte. Ich habe hier mal ein paar Annotationen genutzt aus der Sprache JPA, mit der man eben relativ einfach Java-Objekte in Datenbanken abbilden kann. Die Grundidee ist, Sie programmieren ganz normal Ihre Klasse, packen ein paar Annotationen hin und sagen, jo, mach das mal, dass daraus schöne Tabellen entstehen und ich meine Daten einfach mit reinschreiben kann und mit einer einfachen Anfragemöglichkeit wieder rauslesen kann. Dazu gibt es dann eben Annotationen. Dann sagt man eben hier JPA, auch ein Java-Programm, mach daraus meine Entity, mach daraus meine Tabelle. Die soll mitarbeitend heißen. Und wir wissen, hey, es gibt auch typischerweise in Tabellen sogenannte Primärschlüssel. Und dann kann man ganz einfach sagen, ich möchte gerne, dass das ein Primärschlüssel sein soll. Ich sage, du bist eine ID. Ich kann auch mehrere Annotationen, zum Beispiel an Objektvariablen schreiben. Hier zum Beispiel, ich möchte, dass der Wert generiert wird. Das heißt, es wird automatisch, sage ich im JPA, mach meine Nummer. Wenn ich hier keine Einschränkung reinschreibe, ist das ganz frei vorgegeben. Man kann sich überlegen, hey, wäre es nicht schön, wenn ich so eine Annotation auch sagen kann, mach mal eine Nummer, die aber frühestens da beginnt. Ja, genau. Und dann kann man so weiter deklarativ beschreiben, was man haben möchte. Man muss es aber selber nicht umsetzen. Wenn man es ganz einfach anguckt, wird man praktisch die Datenbank selber nicht berühren müssen. Dann gibt es noch andere Sachen. Hier ist zum Beispiel eine Collection, ein Set, wo dann irgendwas drinsteht. Und wir wissen so Sets und sowas. Oh, das ist natürlich, ja, wie wird das denn gemacht bei Tabellen? Ach, das ist so mit der Fremdschlüsselbeziehung. Das ist so ein ER-Diagramm der One-to-Many-Beziehung. Hey, da steht ja auch drin. Dann sehen wir drin, oh, dann gibt es hier ein Attribut, was da wohl relevant ist, was man nutzen kann. Man kann mal hoffen, bearbeiten, ist vielleicht irgendwas drin, was in einem Projektauftrag drin steht. Und dann kann man auch überlegen, wie soll das eigentlich mal sein, wenn bei Fortsetzung, wenn ich einen Datensatz lösche, gerade einen abhängigen Datensatz oder einen Datensatz lösche und ich weiß, dass ich davon abhängig bin, soll ich mitgelöscht werden, ja oder nein? Also so kaskadierendes Löschen, deswegen gibt es den Schlüsselwort Cascade hier und da kann man weitere Regeln angeben. Ich wollte gar nicht so weit ins Detail eingehen, aber ich mag das Thema, merke ich gerade deswegen. Ja, und Sie kennen natürlich aus Datenbanken auch das Thema M-zu-N-Beziehungen. Das ist also Many-to-Many-Beziehungen. Sie wissen, dass da auch eine Koppeltabelle entsteht. Genau, und sowas kann man auch mit Annotationen wunderschön vorbereiten. Die stehen dann hier so drin und dann kann man eben sehen, was man da so drin stehen hat. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, automatisch eine Versionsverwaltung zu machen. Auch ein sehr spannendes Thema in Datenbanken. Ich mache das häufiger nicht, weil darüber muss man ein bisschen länger reden und da muss man Zeit zu haben. Aber sonst eben über Versionen nachzudenken, immer eine gute Sache. Das sehen Sie hier mit AddVersion, habe ich das ganz einfach mal angedeutet. Ja, und dann machen wir unseren ersten klitzekleinen Ausflug nach Prolog.
Ich habe da mal so ein bisschen Angst, dass man dann sagt, oh, verstehe ich nicht oder so. Man kann es später aber verstehen. Was gibt es im Prolog? Einfach nur zwei Sachen: Fakten und Regeln. Regeln sehen wir hier nur indirekt, indem wir eine Anfrage formulieren. Das klingt wieder nach SQL. Ja, ich habe aber versucht, bewusst ein bisschen Ähnlichkeit zu Datenbanken zu machen. Kann man sich dann hier mal angucken. Ich habe hier ganz einfach mal Fakten aufgeschrieben. Und Sie könnten auch ganz einfach sagen, das ist eine Tabelle. Eine Tabellennote. Da steht hier am Anfang drin eine Matrikelnummer. Dann steht hier dran das Fach und die eigentliche Note, also der Notenwert, der rausgekommen ist dann. Und ich habe eine andere Tabelle, die könnte ich natürlich davor schreiben, wäre auch schön gewesen dann. Die heißt Studi und da steht die Matrikelnummer drin und der Name dann dazu des Studis, der jetzt hier diese Nummer bekommen hat. Und daraus können wir eben feststellen, dass Leila zum Beispiel in Logik eine 1,3 bekommen hat. Ja, und das sind natürlich dann schöne Sachen. Und dann ist die Frage, wie kann ich das verknüpfen? Und dazu kann ich dann Anfragen formulieren. Wir erkennen nebenbei daran, ah, diese Tabellen, nein, diese Fakten stehen hier am Anfang. Genauer gesagt werden wir sie später Prädikate nennen. Also hier stehen einfache Prädikate und dann steht hier einfach ein Eintrag drin, ein Zeileneintrag, der jetzt hier drin stehen könnte. Ja, und die Idee, die man sonst auch aus Verknüpfungen von solchen Tabellen oder Prädikaten hat, kann man dann auch übertragen. Was möchte ich ganz einfach haben? Ich möchte gerne mal rauskriegen dann, welche Noten haben Studis in Logik erhalten? Und dann schreibe ich ganz einfach auf, ich möchte gerne einen Studi haben und ich möchte gerne, dass er eine Note oder sie eine Note in Logik hat. Dann kann man so ein bisschen gucken, aha, Logik, ah, das ist in den Anführungsstrichen hier, das scheint wohl ein Text zu sein, das steht hier auch wohl so drin. Okay, das kann ich dann mappen. Dann, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und dazu muss man eine zentrale Regel von Prolog wissen: Variablen sind alles, die mit einem, also sind alles, die mit einem großen Buchstaben beginnen. Kein schönes Deutsch, aber trotzdem richtig. Also, wenn das hier nur ein großes X steht, ist das eine Variable und das hier auch. Und wenn ich eine Variable doppelt nutze, meint sie immer genau das Gleiche. Also suche ein Studi mit Matrikelnummer X und Name, Name. Und dieser Studi sollte die Matrikelnummer X auch in Note haben. Logik, keine Variable, sondern ganz normal ein Fakt dann in der Sache. Und dann eben gibt, sucht den Wert dazu. Ah, Wert kommt nur einmal vor. Genau. Und dann, wenn ich diese Anfrage loslasse, wird einfach geguckt, ah, X, Name und Wert, das sind jetzt drei Variablen. Es soll wohl geklärt werden, mit welchen Belegungen, aha, Belegungen, schöne Vokabel, dieser Variablen da true rauskommt. Also was gilt? Ja, und wenn ich eben mein Prolog-System frage, wird es mir ganz einfach sagen, X42, Name Leila und Wert ist 1,3. Semikolon werden wir später sehen, heißt, guck mal nach, gibt es noch mehr Lösungen? Dann stellen wir fest, x gleich 43 gibt es noch 1 mit der 5.0. Das sind dann eben zwei Ergebnisse, die dort gefunden werden. Das ist so eine Grundidee. Und jetzt sollten Sie sofort sagen, cool, aber kann ich damit dann auch Schleifen machen? Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Und wir werden feststellen, da kann man auch noch einiges mehr machen. Und um solche Ideen zu verstehen, brauchen wir einen weiteren sehr wichtigen Begriff. Dieser sehr wichtige Begriff, um den wir uns jetzt genauer kümmern, ist der sogenannte Begriff der Rekursion. Rekursive Programme sollten Sie im Studium schon mal gesehen haben. Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wer wo was dazu macht. Und man kann, wenn man irgendwie Pech beim Studieren hat, ein bisschen durch den Begriff durchrutschen. Wobei in Algorithmen und Datenstrukturen wird er garantiert genutzt. Da ist er ein Fundament von den Ideen. Also ein rekursives Quicksort sollten Sie garantiert mal gesehen haben. Deswegen ist das hier tendenziell eine Wiederholung, aber da ich da nicht ganz sicher sein kann, mache ich das durchaus hier noch ein bisschen intensiver. Und wir werden sehen, Rekursion ist relativ cool, weil man damit sehr schön kompakte Sachen beschreiben kann. Da Sie ja Freunde aus Algorithmen und Datenstrukturen sind, wissen Sie natürlich auch, ja, Richtung Performance muss man da ein bisschen aufpassen, aber wir werden auch sehen, oh, auch Rekursion kann ziemlich fix sein. Also man muss nicht Rekursion versuchen auszumerzen, sondern man muss sie an Stellen geschickt nutzen und dann eben nur einsetzen. Was ist eigentlich ein rekursives Programm? Ein rekursives Programm ruft sich direkt oder indirekt selbst auf. Machen wir einfach Java, eine Methode, die sich selber wieder aufruft. Und das ist, wenn sie das direkt macht, heißt es, also sie haben eine Methode M und die ruft wieder die Methode M auf. Indirekt heißt, sie haben eine Methode M, die ruft eine Methode A auf. Und A ruft die Methode M auf. Oder irgendwann später kommt es eben zu so einem
ja, Achtung, ich nenne es mal Zyklus, dann zumal das Aufrufzyklus, sodass man eben dann wieder bei der gleichen Methode landet. Und die Idee, damit das eben nicht zu einer Endlosschleife wird, ist, dass jeder Aufruf leichter zu berechnen wird und letztendlich man sich auf bekannte Werte beziehen kann. Das klassische Beispiel gerne zur Einführung genutzt, was allerdings nicht wirklich große Vorteile zeigt der Rekursion, ist die Fakultät. Dann ist man überlegen, wie ist eine Fakultät definiert? Fakultät von n ist ganz einfach n mal n minus 1 mal 1 irgendwann. Man kann es auch andersrum hinschreiben, ergibt genau das Gleiche. Das ist also sowohl die informelle Schreibweise und das, was man immer im Hinterkopf haben sollte, wenn es um die Berechnung der Fakultät geht. Wenn man es mathematisch aufschreibt, kann man das ein bisschen schöner machen durch eben zwei Fälle. Also wenn n kleiner 2 ist, kommt eine 1 raus. Achtung, ich kümmere mich jetzt nicht wirklich um negative Zahlen und Sonstiges dann. Kann man natürlich auch machen. Ich möchte hier nur mal sicher sein, dass ich nicht in eine Endlosschleife reinkomme. Deswegen definiere ich die Fakultät von 0 als 1. Das wird auch häufiger gemacht. Und die Fakultät von minus 1 als 1. Das ist diskutabel. Mathematiker mögen es nicht und nennen es falsch. Okay, aber muss uns als Informatiker nicht interessieren. Ja, also das ist die Basisregel. Also wenn es n kleiner 2 ist, Klartext, wenn n gleich 1 ist, kommt 1 raus. Ansonsten nehme ich n mal Fakultät von n minus 1. Oh, da ist sie, die Rekursion. Und wir sehen, das Problem wird einfacher. Ich muss mich nur um die Zahl n minus 1 kümmern, solange n größer als 1 ist. Und damit kann ich eben sehr schön beschreiben, wie ich dann die Fakultät berechnen soll. Das kann man natürlich auch programmieren. Ja, ich werde jetzt mit Ihnen die Fakultät ein paar Mal programmieren und möchte das natürlich auch gerne ein bisschen gegeneinander vergleichen. Um das flexibel machen zu können, habe ich ganz einfach mal gesagt, ich schreibe mir ein Interface und dann kann ich eben da verschiedene Implementierungen dann der Fakultät nutzen. Ich mache das in Java, also muss ich Objekte nutzen oder ich nutze Objekte dazu, will ich auch in der Sache. Es sind sogenannte Funktionsobjekte, also Objekte, die nur eine Methode haben. Aber das ist hier vielleicht interessant, aber für uns auch nicht wirklich wichtig. Für uns einfach nur, es gibt ein Interface, Fakultät Interface genannt. Und es gibt eine Methode drin, die heißt eben Fak, jetzt hier eine Sache, kriegt einen Integer-Wert übergeben und es kommt ein Long-Wert raus. Ich nutze relativ viele Begriffe in diesem Video, die garantiert dazu führen, dass es niemals irgendwo gelistet werden wird. Aber ich will das auch gar nicht. Egal. Okay, also Sie haben ganz einfach hier einen Fakultät dann stehen, eine Sache, die berechnet werden kann. Okay, ja, dann gucken wir mal weiter. Was können wir als erstes machen? Die erste Idee ist, ich nehme diese schöne mathematische Beschreibung und setze sie halbwegs brauchbar in ein Programm um. Ja, das habe ich hier mal gemacht. Wenn wir uns angucken, hier Fakultät rekursiv, implementiert mein Interface, deklarativ Override-Methode wird überschrieben von hier oben. Und wenn i kleiner 2 ist, kommt 1 raus und ansonsten rechne ich i mal die Fakultät von i minus 1. Nebenbei, ob ich das jetzt als Objektmethode oder Klassenmethode mache, ist auch egal. Aber das passt hier eben auch sehr schön ins Objekt rein. Und Sie wissen, wenn man nicht weiß, ob es Objekt- oder Klassenmethode sein soll, Zweifelsfall ist immer eine Objektmethode besser. Man kann auch kritisch überlegen, ob ich das mal i jetzt nach vorne oder hinten schreibe. Es ist zum Glück egal. Und da Sie erfahren mit der Programmierung sind, wissen Sie auch, wenn ich so einen Aufruf dort mache, der Fakultät, und dann, wie das erneut aufgerufen wird, gibt es irgendwo einen Stapel von Aufrufen. Ein Aufrufstack, auf dem alle Methoden draufstehen, die aktuell noch nicht abgearbeitet worden sind, auch noch mit ihren Parametern. Dann kann man sich überlegen, wenn ich jetzt eine Fakultät einer großen Zahl berechne, ja, was passiert denn da? Da wird eben Fakultät von 100, dann wird auf den Stapel gelegt, oh, ich muss die Fakultät von 99 berechnen, 98 und sowas, bis ich irgendwann mal bei 1 ankomme und dann kann ich diesen Stapel abarbeiten. Heißt erstmal, der Stapel sollte ziemlich groß sein. Ich habe also die Chance für einen Speicherüberlauf bei Rekursion. Auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und eben das Abarbeiten so eines Stapels, wenn ich das ganz naiv mache, das könnte etwas dauern. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber wir halten erstmal fest, das hier ist eine vollständige, sinnvolle, rekursive Programmierung. Sie ist eine, ich würde das immer als Prototyp beschreiben, weil man hat erstmal eine vollständige funktionale Umsetzung. Das heißt, es funktioniert alles, was wir dort haben. Und dann kann man später mal drüber nachdenken. Gucken wir uns eine zweite Implementierung an. Grundregel, die Sie hoffentlich schon mal vorher gehört haben, ist, für jedes rekursive Programm gibt es auch eine iterative Lösung.
Zur Not müssen Sie den Stapel, den ich gerade so ein bisschen erwähnt hatte mit den Methodenaufrufen, nehmen und den nachmodellieren. Das heißt, Sie schreiben dann konsequenterweise in der Hilfsvariable ganz genau das auf, was Sie auf den Stapel packen wollen. Man kann sich überlegen, oh, dann muss ich mir noch einen Elementtypen für den Stapel überlegen. Da packe ich alle wichtigen Informationen rein, die ich mir merken muss. Und zack, funktioniert das schon. Kein Problem. Es gibt natürlich auch die klassische Variante, eine Fakultät iterativ zu programmieren. Das habe ich jetzt hier auch nochmal gemacht. Wenn Sie es genau angucken, sehen Sie hier noch einen Override. Ich habe eine Hilfsvariable, dann das Ergebnis stehen. Und wenn i kleiner 2 ist, mache ich Return Erg. Das ist das R1, was da steht. Ich könnte auch Return 1 schreiben, gehabt wie gesprungen. Absolut uninteressant hier. Und ansonsten mache ich eine Schleife, die ab 2 dann zählt und dann eben, solange es Set kleiner i ist, zweite Hilfsvariable, zähle ich die einmal einen hoch und mache dann Erg ist gleich Erg mal Z. Coole Schreibweise sieht dann so aus, auch nebenbei nicht schneller als Erg gleich Erg mal Z. Nur so als Hintergrundinformation. Ja, das ist also eine super iterative Programmierung, wie man sie auch mit dem ersten Semester wunderschön machen kann. Dann ist es natürlich eine gute Idee zu sagen, hey, ich habe 2 Implementierungen, lass uns die doch mal vergleichen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Gucken wir uns das an, ziemlich viel Code auf der Folie drauf in der Sache, aber kommen wir mal durch. Wie ist die Grundidee? Ich möchte es ein bisschen flexibler gestalten und ich möchte gerne die Zeit stoppen, die ich jetzt ganz einfach dafür brauche. Also habe ich jetzt hier mal so ein bisschen was rumimplementiert. Ich möchte auch erstmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Unit-Test hätte ich jetzt auch gerne schreiben können, hätte ich sauber programmiert, hätte ich es auch gemacht, passte von der Zeit nicht ganz her, deswegen habe ich es weggelassen. Okay. Ja, gucken wir mal drauf, was passiert denn hier drin? Also in einem Hauptprogramm. Fakultäten-Interface, das war die Grundidee dazu. Ich habe ein flexibles Interface und ich habe jetzt einfach eine Implementierung von rekursiv und eine von iterativ, also jeweils ein Objekt davon, packe ich hier in ein Array rein. Damit kann ich darüber iterieren, das ist schön. Ja, und dann mache ich das mal hier. Ich iteriere über mein Array mit den 2 Elementen. Naja, okay. Und dann mache ich ganz einfach von 1 bis 10 eine Ausgabe der Zahl i mit einem Doppelpunkt dahinter und dann berechne ich die Fakultät davon. Ja, und dann sehen wir hier dran, System-Out-Print-Line in der Sache. Zack, aha, ja, damit ich einen Zeilenumbruch habe. Das sind die Ergebnisse, die für beide dieser Verfahren rauskommen. Hey, es ist das Gleiche und es sind die Fakultätszahlen. Das ist schon mal schön. Wir sehen auch, das wächst sehr heftig. Deswegen, warum habe ich da Long als Typ genommen und nicht Int? Ganz einfach, um da mal ein bisschen größere Zahlen reinzukommen, was man da machen kann. Und um auf eine ziemlich große Zahl zu kommen, Klammern, ich glaube, die letzte große Zahl, so halbwegs, die man mit Long hinbekommt, ist die Fakultät von 20. Können Sie selber mal ausprobieren, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Egal. Okay, also, und dann möchte ich aber mal gucken, wie lange brauche ich denn dafür, um die Fakultät von 20 auszurechnen? Das sehen Sie hier dran. Ja, und dann mache ich das hier mal mit dem Fakultätsinterface. Ah, das ist mein Array von da oben mit den beiden Implementierungen. Java hat intern einen Timer eingebaut, auch über den kann man ein bisschen kritisch diskutieren. 4 reicht da aber definitiv aus. Also mache ich ganz einfach mal, hol mir mal die Nano-Time. Ja, also ob die Nanosekunden wirklich genau gemessen werden, nö, garantiert nicht, egal. Und pack das dann hier in Variable Start rein. Dann berechne ich mal meine Fakultät von 20, jeweils mit dem Objekt, was ich dort habe. Und dann gucke ich mal, setze ich eine Ende-Variable auch auf die Nanotime rauf. Und dann habe ich sogar 2 Variablen und kann dann ganz einfach mal ausrechnen, wie lange hat denn das gedauert. Und dann erkennen wir hieran schon mal recht flockig dann in der Sache. Die Ergebnisse sind zum Glück gleich, die stehen ja hier vorne dann in der Sache. Aber das Erste, was wir dort haben, ach, das ist unser rekursiver Freund, der ist hier schon mal deutlich langsamer. Nicht drastisch langsamer, aber deutlich. Was heißt das? Muss ich den jetzt ersetzen? Antwort, nein. Man kann. Also er ist, ja, wir sehen, er wird generell, das wird auch so bleiben, ungefähr doppelt so schnell. Aber da es auf die Performance bei sehr, sehr vielen Algorithmen nicht wirklich mehr ankommt, weil drumherum es Sachen gibt, die Sachen viel mehr verzögern. Also wenn Sie einen Aufruf haben, einen Internetaufruf, sei es selbst, wenn Sie einen Webservice-Aufruf haben, der braucht allein, um die Daten zu konvertieren und ähnliche Sachen immer noch ein ganz paar Millisekunden oder zumindest relativ viele Mikrosekunden. Und das hier ist immer noch die Einheit drunter, die Nanosekunden. Das hier ist da eine Mikrosekunde, die wir dort haben. Ja, also deswegen muss man einen rekursiven Algorithmus nicht rausschmeißen. Wenn man natürlich sehr einfach zu einer iterativen Lösung kommt, wie es gerade war, ist das trotzdem eine gute Sache, über die man nachdenken kann. Das passt schon soweit.
Nachdem wir uns das erste Einstiegsbeispiel angeguckt haben, möchte ich ein zweites Beispiel mit Ihnen machen. Daran werden wir eigentlich einiges mehr über Rekursionen lernen. Gute Rekursionen und schlechte Rekursionen in Anführungsstrichen. Kann man das dann nennen? Wie mache ich das? Auch ein sehr klassisches mathematisches Beispiel, die sogenannten Fibonacci-Zahlen. Fibonacci-Zahl habe ich hier mal schon in die Mitte reingeklebt, dann die mathematische Kompaktbeschreibung davon ist. Es kommt die Zahl 1 raus, wenn n kleiner 2 ist. Und ansonsten wird die Fibonacci-Zahl berechnet, indem man die n minus 1. Fibonacci-Zahl nimmt plus die n minus 2., um die n-te Fibonacci-Zahl zu berechnen. Das mache ich für n größer 1. Achtung! Es gibt da auch so kleine Definitionsvarianten dazu, ob das jetzt die Fibonacci-Zahl von 0 noch 1 ist oder die Fibonacci-Zahl von 2 1 ist. Dann muss man drüber nachdenken. Wie ist die Fibonacci-Zahl von 2 eigentlich? Kann ich hier mal gucken. Da muss ich hier reingehen, ist die Fibonacci-Zahl von 1 plus die Fibonacci-Zahl von 0. Das ist beides mal dann 1 plus 1 ist schon 2, was rauskommt. Also da kann sich etwas ein bisschen unterscheiden, aber ist wirklich unwichtig. Falls Sie es in der Schule mal gemacht haben, werden Sie vielleicht mal das Thema Karnickel-Population oder Ähnliches haben. Das hier ist, man kann es auch ganz normal mit einer Exponentialfunktion beschreiben. Also mit irgendwas hoch x kriegt man das auch hin, wenn man die Faktoren ein bisschen anpasst dann. Irgendeine Wurzel 5 spielt da, glaube ich, eine Rolle. Egal, also reden Sie mit Mathematikern, die haben Spaß dazu. Ja, also das ist eine wunderschöne rekursive Definition, die man dort hat. Wir haben schon gelernt, wenn wir irgendwelche Implementierungen vergleichen wollen, gute Idee, wir packen ein Interface davor. Fibonacci-Interface mit der wunderschönen Methode FIP, die uns die Fibonacci-Zahl berechnet. Wir sehen dran, ich bleibe hier sogar mal bei Int. Wir werden später noch sehen, warum. Long könnte man natürlich auch toll nutzen. Ja, was mache ich als erstes? Ich programmiere mal den Mathe-Kram einfach runter. Das ist, glaube ich, 1 zu 1. Wenn, okay, nee, ich habe es I genannt und nicht N, also fast 1 zu 1. I kleiner 2 kommt eine 1 raus. Ansonsten nehme ich die Fibonacci-Zahl an der Stelle I minus 1 und addiere die Fibonacci-Zahl an der Stelle I minus 2. Das ist definitiv 1 zu 1 die Umsetzung davon. Wir haben gelernt, es gibt natürlich auch immer imperative Umsetzung. Das heißt im Klartext, Sie haben die Chance, die Sachen auch direkt runter zu programmieren. Das kann man auch sehr gut eben hier mit den Fibonacci-Zahlen machen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht, indem ich mal iterativ das aufgeschrieben habe. Da muss man natürlich vorher erstmal überlegen, wie geht denn der Algorithmus? Und dann kann man sich mal überlegen, ja, wenn man zurückgeht auf die Formel, okay, ich muss mir sicherlich so ein Zwischenergebnis merken, klar, weil ich will ja auch von so n minus 1 auf n kommen, aber oh, ich brauche ja noch einen dann. Ich muss ja hier zwei Sachen haben. Ah, gute Idee, wohl, ich merke mir mal zwei Werte und rechne dann die Fibonacci-Zahl dazu aus. Das kann man damit ja mal machen. Ja, und das passiert hier auch. Und die zwei Werte heißen jetzt hier erg und eben alt. Das ist eben so für n minus 2, was man sich merken muss. Ja, und dann sehen wir eben dran, dass wir hier ganz einfach die beiden die Startwerte haben, 1 und 1, wie ich das definiert habe. Und dann habe ich hier wieder eine Schleife. Die beginnt dann schon mal z gleich 1. Und solange z kleiner ist als i, mache ich z plus plus und sage eben hier, mein Temp-Wert wird auf erg gesetzt. Beim eigentlichen Ergebnis wird der alte Wert, also n minus 2, dann drauf addiert. Das ist dann eben n minus 2 plus n minus 1, was da drin steht. Und eben, ich muss eben der Stelle, die ursprünglich n minus 1 war, muss an die Stelle von n minus 2, wird also auf den Altwert gesetzt. Und dann kann man damit mal das ausrechnen. Ja, also schöne Implementierung. Dann machen wir mal wieder einen Vergleich. Der sieht sehr erschreckend ähnlich aus zu dem, was ich bei der Fakultät gemacht habe. War ja auch systematisch, also schön, also mache ich es hier nochmal. Muss mir, glaube ich, gar nicht ganz groß nochmal die Details angucken, aber trotzdem zur Sicherheit nochmal. Sie sehen hier dran, die rekursive Implementierung, ein Objekt davon hier und die iterative kommen wieder in Array rein, was FIST jetzt hier heißt. Okay, ja, und dann sehen wir eben dran, dass wir darüber iterieren. Und ich mache einfach mal wieder eine Berechnung von den Fibonacci-Zahlen von 1 bis 9, damit sie irgendwo auf dem Bildschirm passen. Wir erkennen dran, beide Algorithmen scheinen das gleiche Ergebnis zu liefern. Per Informatiker-Induktion sieht wohl gleich aus. Bis dahin, dann wird es schon passen. Oh, war ja egal. Aber okay, das ist also dann schon mal schön. Dann kommen wir aber zu dem Spannenden rein. Ich habe da mal wieder geguckt, wie weit komme ich denn bei den Fibonacci-Zahlen überhaupt, sodass ich mich sehen kann, aha, das kann überhaupt noch berechnet werden. Wir hatten ja auch über Speicher schon geredet. Überlegen wir das mal. Also, was mache ich ganz einfach mal? Ich habe eine fette Fibonacci-Zahl mir überlegt, 45, und berechne mal, wie lange dauert die Berechnung dazu. Dann sehen wir dran, dass das System Nanotime wieder gemessen wird mit Start und Ende, nicht weiter optimiert.
Ergebnis ausgegeben und Ende minus Start und ich kriege dann raus, ich teile das sogar mal durch 1000, um nicht die Nanosekunden zu haben. Wie viele Mikrosekunden sind das denn? Und dann sehen wir dran, dass die Rekursion 5.280.174 Mal langsamer ist als der iterative Algorithmus. Das ist nicht der Faktor 2. Das ist ein sehr heftiger Faktor. Ja, wir lernen daraus, Rekursion keine gute Idee. Nein, falsch. Das ist wieder eine völlig falsche Aussage. Ah, Aussagen haben wir, darüber reden wir ja. Also, wir können daraus lernen, dass das Verfahren, was ich hier genutzt habe, zwar als Prototyp schön ist, weil es funktioniert. Wenn ich Tests geschrieben hätte, könnte ich das etwas sauberer prüfen. Aber es ist absolut megamäßig ineffizient. Keine gute Idee. Dann ist die Frage, war es das? Nein, zum Glück nicht. Ich kann auch drüber nachdenken, ist das eigentlich die einzige Variante, die ich an Rekursion machen kann? Und die Antwort ist nein. Es gibt immer mindestens eine zweite sinnvolle. Hier bei Fibonacci gibt es sogar noch mehr. Das gucken wir uns aber mal an, warum das so ist. Ja, warum ist dieses Fibonacci-Berechnen dann so 5-millionenfach langsamer? Ganz einfach, überlegen wir mal, wenn wir Fibonacci-Zahl von 45 berechnen mit unserem naiven Verfahren, da muss die Fibonacci-Zahl von 44 und von 43 berechnet werden. Und da muss die Fibonacci-Zahl für 44 von 43 und 42 berechnet werden. Und dann entsteht daraus hier so ein Baum, der immer weiter sich aufästelt dann. Durch jeden Schritt noch eine weitere Aufästelung. Der Baum ist nicht ganz ausgewogen, weil man kann sich überlegen, wenn ich bei Fibonacci von 1 bin, dann ist das definitiv nicht so, dass das dann eben noch weiter aufgegliedert wird, sodass der Baum so an so einer leichten Schräge dann enden würde. Trotzdem allein am Beispiel FIB 41 sehen wir, eine ziemlich fette Zahl mit vielen Berechnungen, das Ding taucht 4-mal auf und es wird bei uns 4-mal berechnet. Das ist sehr, sehr glorreich. Das heißt im Klartext eben, es wird unendlich oft, nein, sehr oft, das Gleiche nochmal gemacht, obwohl wir es schon kennen. Und da können wir als Informatiker natürlich überlegen, da gibt es auch eine Lösung zu. Nebenbei Informatiker, Informatikerinnen. Als alter weißer Mann schaffe ich das leider nicht, das immer so hinzukriegen, wie ich es eigentlich sagen möchte dann. Also für Informatikerinnen ist es dann eben eine Standardlösung zu sagen, ich schreibe einen Cache. Also wenn ich schon mal was berechnet habe und ich weiß, ich brauche es nochmal, schmeiße ich das in eine Variable rein. Wenn ich davon mehrere Berechnungen habe, packe ich die gerne zusammen und nenne das Ding Cache. Das heißt, ich muss dann mir einfach merken, was muss ich mir denn eigentlich merken? Ich muss mir einfach die Fibonacci-Zahlen, die ich berechnet habe, merken. Also wenn ich einmal die Fibonacci-Zahl von 41 berechnet habe, muss ich die abspeichern. Und wie kann ich das hinkriegen? Ich mache einfach mal einen kleinen Speicher dazu. Ich muss zur Zahl, zum Integerwert 41, die Fibonacci-Zahlen mir merken. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie man das umsetzen kann. Also Fibonacci rekursiv mit Cache. Mein Cache packe ich jetzt mal in eine Variable rein. Was für Möglichkeiten habe ich dazu? Eine Map ist in Java eine sehr schöne Lösung für sehr häufig sehr viele Themen im Bereich Collections, also Sammlung von Daten. Was ist eine Map? Einfach Key-Value-Pärchen. Wird auch ab, wenn Sie zum Beispiel C++ klassisch gelernt haben, gerne Dictionary genannt. Es ist ein Key-Value-Pärchen. Das ist eigentlich ein schöner Name dazu. Ich habe einen eindeutigen Schlüssel und zudem gibt es einen Wert. 41, Fibonacci-Zahl dazu. Das packe ich in Werte rein. Das heißt, wenn ich etwas berechnet habe, kommt es hier rein und dann kann ich das hier reinpacken. Und die Map hat die schöne Funktion, dass ich das dann auch nachfragen kann, gibt es eigentlich dazu einen Wert? Also ich mache darauf eine Get-Methode und diese Methode gibt mir entweder den Wert aus, der gespeichert wurde, oder im Fall der Map in Java Null. Das heißt, Null hat hier eine semantische Bedeutung für nicht gefunden. Das ist historisch so, man kann darüber programmiertechnisch nachdenken, dass das bei weitem nicht die sauberste Lösung ist, aber ist halt so, falls Sie den Typen noch nicht kennen. Und dann kann ich eben hier beginnen, so eine Implementation zu machen. Dann sehen wir hier auf, ich mache jetzt hier mal eine Implementierung. Wir sehen, das sieht noch ein bisschen anders aus. Ich habe hier eine Klassenvariable, Fibonacci rekursiv mit Cache Instance, also New Fibonacci rekursiv Cache. Das ist genau die Klasse, die heißt hier so in der Sache. Das heißt, die Berechnung funktioniert hier ganz bisschen anders. Und die Idee ist, ich habe praktisch in dieser Klassenvariable das eine zentrale Objekt drin, was ich dort nutzen möchte.
Hier könnte man schon überlegen, hätte man das nicht alles mit Static auch machen können? Oh ja. Aber der Trick ist, dann werden Sie später irgendwann noch mal kennenlernen, ich nutze hier ein sogenanntes Singleton aus. Also es wird nur ein Objekt dieser Klasse Fibonacci Rekursiv Cache geben. Und wie kriege ich das hin? Ich mache ganz einfach den Konstruktor jetzt hier unsichtbar. Ich kann ihn von außen nicht aufrufen. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, ich habe eine Klassenmethode, indem ich mir die Instanz hole. Also ein Objekt, genau gesagt, das Objekt hole. Englisch getInstance, der Name. Instanz ist keine gute deutsche Übersetzung für Objekt. Also getInstance und dann kriege ich dieses Objekt raus. Das heißt also, es gibt dieses Objekt nur einmal. Das sieht cool aus, ist aber kein gutes Design-Pattern nebenbei. Ist auch wieder nur, wenn man es unbedingt braucht, sollte man es kennen und machen. Hier brauche ich es, weil ich das eben so machen möchte. Warum brauche ich es eigentlich? Ach, weil ich nur ein Objekt haben möchte, weil ich diesen Cache, den ich hier habe, nur einmal haben möchte. Könnte man den nicht noch mitgeben? Ja, aber da müsste man kopieren und. Nee, will ich nicht. Also gibt es nur ein einziges Objekt davon. Ja, was muss ich jetzt noch machen? Ach, ich muss ja noch mal ein Interface realisieren. Aber wir wissen, wir haben jetzt nur ein Objekt drauf und ich nutze den Cache dazu. Wie sieht die Umsetzung dazu aus? Das können wir hier ganz einfach mal angucken. Wir müssen uns nur merken, Werte war der Name des Caches. Ja, wenn ich die Fibonacci-Zahl von i berechne, prüfe ich als erstes, hey Cache, habe ich den Wert von i schon berechnet? Wenn ja, hole ich den raus. Ich kann hier auch klein int nebenbei schreiben. Kann ich nicht? Nein, weil das Erg, was hier rauskommt, hatte ich ja gerade gesagt, kann null sein. Also wenn ich es noch nicht berechnet habe, kommt null raus. Und wenn es ungleich null ist, dann kann ich das Ergebnis, nämlich den echten Integerwert, zurückgeben. Sie wissen, das hat was mit Autoboxing und Unboxing zu tun. Der große Integer wird automatisch zum kleinen Int. Da muss ich nichts weiter machen. Ja, und was mache ich dann eben, wenn ich jetzt feststelle, hey, den Wert gibt es noch nicht. Also, ja, dann weiß ich eben, wenn der Wert von i kleiner 2 ist, Anfang oder Ende der Rekursion, dann packe ich ganz einfach für den Wert von der Position i den Wert 1 in meinen Cache rein, in Werte. Und returne gleich den Wert 1, weil da muss ich nicht nochmal eine Berechnung für ausführen. Ansonsten mache ich dann die eigentliche Berechnung. Und da ist wieder die klassische Formel fib von i minus 1 und fib von i minus 2. Summieren und eben, wenn ich das Ergebnis habe, aber wird es auch in den Cache reingepackt. Das bedeutet eben, ja, wenn ich mehrfach irgendwie diese Berechnung durchführen wollte von einem Wert, kann ich sofort auf den Cache zugreifen. Überlegen wir uns das mal mit dem Bäumchen hier. Wenn ich das jetzt hier so berechne, wird hier zum ersten Mal Fibonacci-Zahl von 41 berechnet. Wir machen tiefen Durchlauf, wie es ja typischerweise auch dann passieren wird. Dann also flupp, flupp, flupp runter. Und dann geht das hier natürlich so hoch. Und dann eben, wenn ich hier an dieser Stelle bin, wird hier nicht nochmal die gesamte Berechnung angestoßen, sondern das Ergebnis benutzt, was bei der ersten Berechnung da sich gemerkt wurde. Das ist also die Idee, die wir dort haben. Und so kann ich eben mein Cache schrittweise füllen. Man kann natürlich immer nochmal überlegen, was man dort hat, dass wir ja, hier trotzdem eben noch diese Berechnungsformel drinstehen haben. Und vielleicht könnte man das sogar noch effizienter hinkriegen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, also erstmal, wir haben hier einen Cache eingebaut. Das ist also schon mal keine schlechte Idee, den man dafür nutzen kann. Dann habe ich jetzt hier eine nächste Variante. Eine Rekursionsvariante, ähnlich zu einer Schleife. Wenn man sich später überlegt, vielleicht abhängig wieder vom Kollegen, Kollegin, die was da gemacht hat, werden Sie schon gesehen haben, dass man Schleifen auch rekursiv umsetzen kann oder Rekursionen recht einfach dann durch eine Schleife ersetzt. Das kann man machen, indem man weiterhin eine zusätzliche Variable nutzt. So eine zusätzliche Variable bei der Rekursion wird historisch auch gerne Akkumulator genannt. Stellen Sie sich es einfach als Zusatz- oder Hilfsinformation aus. Das heißt, ich brauche zur Berechnung eine weitere Hilfsinformation. Und diese Hilfsmittelinformation wird dann zur Auswertung genutzt und dann eben geguckt, was man damit machen kann. Ja, und das ist eben die Grundidee, die ich jetzt hier auch mal nutzen möchte. Wenn Sie es angucken, ich habe hier die Fibonacci-Zahl von i, die ich berechnen möchte, mache das aber so, dass ich jetzt einfach sage, ich benutze eine Hilfsfunktion, die kriegt drei Parameter übergeben. Das i für den i-ten Schritt, den ich dort habe, und 1, 1. 1, 1 kennen Sie. Woher? Ganz einfach, das waren die Startwerte der Fibonacci-Zahl. Also, das ist irgendwie Position 1 oder Position 0, Entschuldigung, und das ist Position 1, die man dort hat. Also, das ist der neueste Wert und das ist der vorherige Wert. Genau, und die nutze ich jetzt. Also wir sehen hier nebenbei, ein Akkumulator kann aus mehr als einem Wert dann bestehen in der Sache. Also die beiden nutze ich ganz einfach und übergebe sie mit.
Und um deutlich zu machen, dass das zusammengehört, nutze ich hier statische Polymorphie. Was war das? Ach, der gleiche Name einfach nur. Das heißt also, ich nutze den gleichen Namen. Ich könnte auch hier natürlich einen anderen Namen nutzen, aber eben klar zu machen, ihr beide Freunde gehört zusammen. Der gleiche Name, und da es ja eine deutlich andere Parameterliste als hier oben ist, keine ernsthafte Verwechslungsgefahr, kann man das jetzt auch hier dann soweit nutzen. Ja, und dann sehen wir uns mal an, wie mache ich das dann ganz einfach. Und dann sehen Sie hier dran zum Glück auch schon mal recht brauchbare Namen für Parameter. Ich habe eben in dieser dreielementigen oder drei Parameterliste mit drei Elementen, der erste Parameter soll der aktuelle Fibonacci-Wert sein, der zweite der vorherige und i ist der Wert, den ich eigentlich dann suche. Und dann sage ich ganz einfach, wenn i kleiner als 2 ist, habe ich den aktuellsten Wert schon und den gebe ich zurück, der hier drin steht. Und ansonsten sage ich, berechne mir mal die Fibonacci-Zahl, indem man einfach aktuell plus vorher macht. Das ist eben jetzt die neue Fibonacci-Zahl. Und dazu eben den aktuellen Wert an der alten Position. Und ich muss dann aber nur noch den Wert für die Position i minus 1 berechnen. Das heißt, wenn man es genau anguckt, ist das eine Schleife, die rückwärts zählt. Sowas könnte man eben auch sogar verschieden anders implementieren. Das ist dann aber eine Möglichkeit, die wir jetzt hier haben, um das ja, relativ effizient hinzukriegen. Also Achtung, wenn ich mit der Zahl 5 reingehe, dann gehe ich nicht hier runter, 4, 3, 2, und dann komme ich irgendwann auf eine Zahl, die kleiner ist als 2, also auf 1 im Klartext, und dann steht hier das Ergebnis drin. Also hier steht nicht die ite Fibonacci-Zahl. Ich hoffe nicht, dass ich es irgendwann gesagt habe, sonst finde ich es eh beim Schneiden nicht wieder. Also falls ich es gesagt habe, Unsinn. Das hier ist einfach nur ein Schleifenzähler, der rückwärts geht. Und das hier ist eigentlich so ja, die zentrale Idee, so dass eben dann das Problem weiter runterzubrechen. Und eben hier eben Hilfsinformationen, die ich mitgebe zur Berechnung der Fibonacci-Zahl. Sie wissen generell, man kann immer eine Stopptaste drücken, wenn man nochmal drüber nachdenken will. Ja, aber das ist eine ganz andere Art der Rekursion, die ich zur Berechnung gemacht habe. Also habe ich jetzt hier zwei Implementierungen, die auch wieder das Gleiche machen. Und das ist auch eine gute Idee, das einfach nochmal auszuprobieren. Das mache ich hier ganz einfach. Und was bedeutet das, auszuprobieren hier heißt? Ja, ich nehme einfach mal alle vier Algorithmen, die ich dort habe, und packe die jetzt hier in ein Array rein, als Implementierung des Fibonacci-Interfaces. Rekursiv war das erste, in Klammern naive oder prototypische Ding, iterativ das geschickte. Rekursiv, Pull-for, Get-Instance, ah, da muss ich noch ein bisschen mit dieser Klassenmethode arbeiten, aber ich kriege auch Objekt raus, was das Interface realisiert. Und dann diese andere Rekursion mit Akkumulator drin. Ja, und dann mache ich wieder die Fibonacci-Zahl von 45 und gebe die Ergebnisse aus und die Zeiten dazu. Und wir sehen dran, hier ist wieder 5 Millionenfach zu langsam, die eine Mikrosekunde. Und dann sehen wir, oh, das mit dem Cache, da werden auch noch einige Berechnungen nebenbei, wenn Sie es genau sich im Baum angucken, die überflüssig sind, gegebenenfalls ausgeführt, braucht 57. Aber das ist eben der Faktor 57. Das ist auch schon deutlich, aber das muss auch noch nicht tragisch sein. Und dann sehen wir drin, oh. Hier, Achtung, wichtig, wieder die Betonung hier, wir machen ja was über Aussagen, ist diese wunderschöne Sache mit dem Akkumulator zwar immer noch ungefähr nur halb so schnell, also ist ja hier auch noch ein bisschen so abgeschnitten dann in der Sache, aber sehr vergleichbar von den Zeiten her. Das heißt also, da ist die Rekursion sehr effizient drauf und eben generell muss man Rekursion ersetzen, ist die Antwort standardmäßig nein, außer man muss extrem hochperformante Programme schreiben. Und das Schöne ist, Rekursion ist meist kürzer und meist besser lesbar. Und eben der kleine Trick, den wir jetzt hier hatten, dass wir hier die Idee hatten, eben hier mit dem Akkumulator zu arbeiten oder so, scheint da ziemlich geschickt zu sein. So etwas werden wir auch später häufiger nochmal wiedersehen. Also das ist so ganz grob das, was man jetzt hier eben sehen kann, mit dem Bereich der Fibonacci-Zahlen. Schauen wir uns noch einen weiteren Punkt an mit Rekursion. Auch wieder abhängig davon, was Sie vorher wann gehört haben, kann man auch Datentypen rekursiv definieren oder allgemein Typen. Eine Klasse ist für mich auch nur ein Spezialfall eines Types, den es dort gibt. Und sowas haben Sie sich eventuell auch selber mal angeguckt. Zweite Sache, man kann auch Sachen rekursiv programmieren für Typen, die gar nicht rekursiv erstmal sind, aber die man trotzdem dann rekursiv nutzen kann. Und das will ich Ihnen jetzt hier in diesem Schritt mal zeigen. Gucken wir uns das mal an. Was haben wir jetzt hier ganz einfach mal drin stehen? Ich habe hier eine Klasse, die heißt Summe, okay, und die hat nur eine Main-Methode, also will ich da im Wesentlichen nur spielen drin. Ich erzeuge mal ein Objekt der Klasse Summe. Warum, kommen, sehen wir gleich dran, nur um dann ein bisschen mal eben
ja, da was ausführen zu können. Und dann sehen Sie dran, ich erzeuge eine Liste und Java hat mittlerweile, weiß ich nicht, ab wann Java das eingeführt hat, eben eine recht einfache Klassenmethode, mit der man eben eine Liste mit Elementen erzeugen kann, eben generische Liste von Typ Integer. Hier müssen also Integer drinstehen. Achtung, die Liste ist immutable, das heißt, Sie können die Werte darin nicht verändern. Man kann sie natürlich rauslesen und in andere Listen reinstopfen oder sonstiges. Ja, und dann erkennen wir hier dran, ah, darum geht es wohl. Ich möchte ganz einfach die Summe dieser Liste berechnen und ich habe dazu zwei verschiedene Implementierungen und hatte diesmal keinen Bock, da ein Interface vorzusetzen und so weiter. Ja, dann kann man natürlich überlegen, wie berechnen Sie diese Summe dieser Liste? Ein Klassiker, den man dort haben könnte, wäre natürlich, ich iteriere dadurch und berechne das, klar. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten? Und das habe ich hier mal aufgeschrieben. Gucken wir uns das mal an. Also ich kriege eine Liste übergeben. Sag ganz einfach, wenn die Liste die Länge 0 hat, kommt 0 raus. Und ansonsten, ja, dann sage ich, ich zerschneide die Liste. Ich nehme ganz einfach das Element vorne, werden wir später auch gerne Head nennen, und sage, das ist das eine Element und ich addiere den Rest davon, den werden wir später auch gerne Tail nennen, dazu. In Klammern, hier habe ich es andersrum aufgeschrieben. Also, wie sieht das aus? Ich mache eine Rekursion, ich mache eine Summe drauf und summiere dann die Elemente ab der Position 1. Das hier ist eben die Möglichkeit, eine Teilliste zu bilden, ab dem Element an Position 1 inklusive exklusive Liste.size, deswegen muss ich da nicht minus 1 schreiben. Das ist also auch ganz schön. Ja, also mach das erstmal für die Restliste und addiere dann das erste Element drauf. Das ist also eine sinnvolle Implementierung, wie man das so machen kann. Eine rekursive Variante, okay. Wir haben ja gerade schon mal über rekursive Varianten geredet. Gibt es dazu noch eine andere Variante? Antwort ja, die gucken uns ganz einfach hier mal an. Und da sehen wir mal an, dass wir jetzt hier auch eine haben, die Summe mit Doppel-M heißt. Und wir haben dann wieder eine Liste, die übergeben wird. Und, oh, das ist, Sie vermuten es schon, eine Lösung mit Akkumulator. Wie ist da die Idee? Hier kann man das mit dem Akkumulator eigentlich besser erklären als vorher. Deswegen habe ich das Beispiel hier nochmal eingefügt. Das hier ist ganz einfach das bisherige Ergebnis, was berechnet wurde. Also ich habe die Liste und wenn ich noch nichts gemacht habe, ist das Ergebnis 0. Ja, und dann kann man daraus eben sehr schöne Rekursion starten, indem man hier die Liste übergibt und den Akku und sagt eben, wenn die Liste leer ist, ist es der Akku, der rausgekommen ist. Und ansonsten mache ich das ähnlich wie gerade. Ich berechne die Summe von der Liste, allerdings eben ab der Position 1, also Head abgeschnitten. Und eben das Zwischenergebnis ist dann eben Akku plus Liste get 0. Das heißt also im Klartext, ich kann dann hier eben das Element get 0 drauf addieren. Ob ich den Akku nebenbei nach vorne oder hinten schreibe, auch bei Parameterlisten, ist egal. Sollte Ihnen klar sein. Es wird in einer etwas anderen Reihenfolge dann ausgeführt. Egal. Aber das hier ist eben auch eine sehr schöne Möglichkeit, das rekursiv zu berechnen. Das heißt, wir haben hier zwei Möglichkeiten kennengelernt, wieder rekursiv etwas zu berechnen, was wir natürlich klassisch iterativ auch hinbekommen. Das habe ich jetzt hier mal nicht aufgeschrieben, weil das ist Grundlagenwissen erstes Semester. Und das sollte dann so sein. Also, beide Rekursionsvarianten funktionieren, muss man mir wieder glauben, keine Tests. Summen zeigt die Möglichkeit, mit einem weiteren Parameter oder eben mit weiteren Parametern allgemein Zwischenergebnisse oder Hilfsberechnungen zu übergeben. Ein Parameter hier, zwei, die wir hier haben. Die ursprüngliche Methode wird um benötigten Parameter erweitert. Typischerweise statische Polymorphie, wir erweitern den Namen dazu. Das ist also eine gute Idee, die man dort haben kann. Diese Erweiterung wird typischerweise Akkumulatoransatz genannt, werden Sie in anderen Beschreibungen auch vorfinden. Heißt ganz einfach nur, Hilfsinformationen werden weitergereicht. Und dass man eben so das typischerweise dafür nutzt, um ein Zwischenergebnis für den aktuellen Zwischenstand zu nutzen, wie wir es hier haben, ist eine sehr klassische Variante. Ja, dann zweites Thema Rekursion. Man kann Datentypen, genau gesagt Typen, also Klassen, auch rekursiv definieren. Haben Sie, wieder abhängig davon, was Sie studiert haben, bei wem Sie es gemacht haben, wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen, die Definition eines rekursiven Datentypen oder eben einem rekursiven Typen allgemein. Mit Klassen geht das auch. Das klassische Beispiel, was man dazu nutzt, ist eine Liste, die einfach sich aus einelementigen Elementen zusammensetzt, die hintereinander gehängt werden. Dazu gibt es wieder verschiedene Arten, das zu implementieren. Wenn Sie sich dunkel daran erinnern, eine spannende Sache ist, wie kriege ich eigentlich raus, dass ich an der Liste am Ende angekommen bin? Also eventuell einen Null-Wert, den ich dort habe. Und wie stelle ich eine Liste mit, da die nichts enthält, die leer ist? Beides spannende Sachen.
Und ich nutze hier mal, um nochmal den rekursiven Typen zu zeigen, hier auch nochmal ein Beispiel zeige ich Ihnen, allerdings in einer Variante, wo ich eben für die einzelnen Elemente nicht jetzt explizit Element eben als Typ definiere, sondern das Ding direkt Liste nenne. Warum? Ich kann natürlich sagen, also die klassische Argumentation ist, ich habe Listen, Elemente, die aneinander gehängt werden, deswegen heißt der Typ Element. Ich mache das hier andersrum und sage, ich habe hier eine Liste, die aus Elementen besteht, wo also ein Inhaltswert drin steht, und ich habe hinten ein Tail, eine Restliste dranhängen. Und das ist dann die Idee, wie ich dann meine Liste aufbauen kann. Und das habe ich jetzt hier ganz einfach mal programmiert. Da muss ich überlegen, wie ich das hinkriege mit der leeren Liste. Ein Trick ist hier ganz einfach, ich nehme eine weitere Objektvariable dazu, die sagt, bist du leer oder nicht, und dann kann ich darauf abfragen. Hat den weiteren wunderschönen Effekt, dass ich nicht mit Null-Werten argumentieren muss in irgendetwas dann. Also Null sollte eigentlich immer auf Fehler hindeuten, egal. Dann Java kann auch generische Programme, da sehen wir hier dran, generische Programmierung. Das heißt in eckigen Klammern Typen E. Eigentlich ist es Quatsch, da nur E zu schreiben. Hat sich eingebürgert, wenn Sie das selber programmieren und dafür Element schreiben, finde ich das viel, viel toller. Ja, und dann sehen Sie drin, dass in so einem Element, also oder in so einer Liste eben das erste Element hat auch einen Inhalt und es gibt eine Liste, die hinten dran hängt. Ah, hier, das ist die Liste, die ich auch einfach hätte, wenn ich Denglisch gemacht hätte, Tail nennen können. Dann wäre das hier Head, der Inhalt, und Tail das. Ich nutze die Vokabeln hier nur, brauchen und bringe sie hier nicht weiter, aber später werde ich sie auch nochmal nutzen, deswegen. Und Get und Set Methoden und Is oder sowas für einen boolschen Wert, wie üblich dann. Falls Sie schon OOAD ein bisschen gemacht haben oder Klassendiagramme lieben oder lieben lernen wollen, das ist hier auch das Klassendiagramm dazu, das ist das Gleiche, was hier steht. Ich habe eine Klasse, die heißt Liste, sie ist generisch, hier mit E, und da muss ich noch einen Typen dafür angeben und ich kann beliebige Klassen dort angeben. Java gibt es dafür die Class, die dann eben Beschreibungsmöglichkeiten für Klassen bietet, deswegen kann ich das als Typ hier angeben. Okay, ja, und eben, ich habe eine Objektvariable leer. Sie sehen, Minus ist es private und ja, da UML-Klassendiagramme neutral sind, ist das hier nicht an Java orientiert, etwas anders aufgeschrieben. Leer, Doppelpunkt, dann den Typen und optional kann ich dann auch noch den Startwert dazu angeben. Dann habe ich Inhalt vom Typ E, das ist das gleiche, was hier auch drin steht, sehen wir. Dann habe ich einen Konstruktor, Get- und Set-Methoden, die wir dort drin stehen haben, auch. Und den fehlt ja noch hier weiter. Das sehen Sie hier dran, das ist eine Assoziation, das heißt zu einer Liste gehört eine weitere Liste dazu und die steht in der Variablen weiter drin. Ja, und abhängig davon eben, wie das aussieht, kann es da 0 oder 1 geben. Warum kann es 0 geben? Ja, es kann ja sein, dass es nicht weitergeht. Ich also am Ende angekommen bin, also doch einen Null-Wert habe. Hier wird am Anfang Null drinstehen. Und deswegen 0 oder eben es gibt einen, der weitergeht und ich kann hiermit auf den Rest zeigen. Ja, und damit kann ich eigentlich auch sehr schön programmieren. Das gucken wir uns hier nochmal an. Also, wie kann ich das Anfügen eines Elements dann machen? Die Idee ist, ich frage ganz einfach direkt ab, bist du Liste leer? Und dazu habe ich den boolschen Wert hier drin stehen. Das ist sehr schön. Ich muss nichts mit Null machen. Wenn Sie es genau angucken, da hier steht nirgendwo das Schlüsselwort Null und das finde ich schon schön. Das ist deswegen eine schöne Implementierung. Ja, dann eben, ich will ja Elemente anfügen und dann in der Sache, was ich dort habe. Ja, das heißt im Klartext, ich schreibe jetzt ganz einfach in den Inhalt den Wert rein. Wenn es leer ist, interessiert mich der Wert dann nicht da drin steht, schreibe den Wert rein und packe an weiter einfach eine neue Liste ran. Sie sehen, ich kann hier das weglassen, dass ich hier E schreibe. Das ist eine Kurzschreibweise einfach nur. Das funktioniert. Und das ist dann die Grundidee, was ich dort mache, wenn es leer ist. Ja, das ist also die Frage, wenn du leer bist, mache ich das. Ja, und was mache ich sonst? Sie sehen dran, das weiter Punkt anfügen Element. Rekursion. Ganz einfach, ich gehe auf die Liste weiter und rufen wir jetzt das Anfügen an. Also, wenn du nicht leer bist, wenn du nicht der Kopf bist, an dem ich was reinschreiben kann, dann gehe ich einen Schritt weiter, deswegen der Name weiter, und auf dieser Liste mache ich dann Anfügen und sage, ich versuche mal bei der Restliste dich anzufügen. Und irgendwann komme ich schon bei leer an und kann das Ding dann hiermit machen. Ja, das ist schon mal schön. Ich kann genauso gut auch die Länge so programmieren. Also, wenn das Ding leer ist, der boolsche Wert, dann ist die Länge 0. Ansonsten ist es 1 plus die Länge der Restliste. Wunderschöne kurze Rekursion, die wir hier haben. Sie wissen, dass hier so eine Kurzschreibweise für einen boolschen Operator. Wenn das hier true ist, ist das das Ergebnis, was rauskommt. Wenn false, das Ergebnis hinterm Doppelpunkt. Wenn Sie es nicht mehr wissen, das ist nicht das wichtigste Wissen der Informatik. Definitiv nicht. Ja, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, die Länge zu berechnen.
Hätten Sie eventuell anders gemacht? Klar, hätte man es auch anders machen können. Das habe ich hier ganz einfach mal aufgeschrieben. Also wenn ich es iterativ machen kann, wie müsste ich das dann machen? Ah, dann brauchte ich irgendwie die Möglichkeit, mich so schrittweise lang zu hangeln an meiner Liste. Ja, und dann sehen wir eben drin, dann habe ich mein Ergebnis auf Null gesetzt. Und dann, Achtung, das mache ich nur einmal, um darüber zu reden, dass ich es dämlich finde. Es gibt ja die Möglichkeit, in Java mittlerweile var zu schreiben. Das heißt, der Typ wird dann von Java selber gesetzt. Wie funktioniert das? Ah, this ist ja unser Objekt selber. Das hat einen Typ Liste, also muss hier auch Liste stehen. Bitte schreiben Sie hier irgendwie Liste drauf, falls Sie es irgendwie als PDF haben. Aber ich wollte einmal drüber gelästert haben, wie schön schlecht das ist eben. Sie sollten gerade das Gefühl gehabt haben, hä, was geht denn hier ab, falls Sie war noch nicht kannten. Denken Sie daran, Sie programmieren immer für denjenigen, der Ihr Programm später lesen soll und nicht für sich selber. Und deswegen keine gute Idee, da war zu schreiben. Aber wie funktioniert das dann? Ja, ich setze erstmal einen Hilfszeiger, heißt das Ding auch gerne dann, also einen Hilfswert auf meine Liste selber, die will ich ja nicht verändern. Und dann frage ich einfach, wenn Temp jetzt hier nicht auf leer steht, mache ich ganz einfach Ergebnis plus plus, ich zähle einen weiter und gehe auch einen Schritt in meiner Liste weiter, also einen Schritt weiter ans Ende ran und komme dann irgendwie ans Ende ran, da gilt nämlich Temp.leer, Schicht im Schacht, Ergebnis raus. Könnte ich das auch noch anders machen? Klar, wir haben ja gelernt, wir können das auch mit dem Akkumulator machen. Hier habe ich das mal gemacht, dass ich das hier nicht mit dem gleichen Methodennamen gemacht habe, um das hier anzudauern. Also hier eben rekursiv 2 mit irgendwie einem Auxiliary 0, also einem Wert, der einen Zwischenwert von lang hat. Und die Idee ist eben, das hier ist der gezählte Wert, der verwandt mit der Variable Ergebnis oben. Und wenn das Ding eben leer ist, steht hier das Ergebnis drin. Ansonsten weiß ich eben, dass ich rekursiv weitergehe und sage, ich nehme ganz einfach mal über die Restliste und mache das mal mit lang plus 1 und berechne dann, wie das mit dieser Länge hier aussieht. Ja, ich habe jetzt hier keine Performance-Messung zu gemacht, nur mal ganz einfach gezeigt, wie man damit richtig schön arbeiten kann. Sie sehen hier dran, was da so passiert ist. Ach ja, oh, ein Gadget habe ich vergessen. Wenn Sie es ganz genau gesehen haben beim Anfügen, ist es ja so schön, dass ich dann nicht nur das Anfügen könnte ich auch machen, ganz einfach, und dann in meine Liste this anfügen, sondern ich gebe das this selber zurück. Das macht es recht praktisch, weil ich das Objekt selber habe, weil dadurch kann ich eben dann wunderschön Methoden verketten miteinander. Das sehen wir hier dran. Ich erzeuge hier mal eine Liste, nur Liste ganz normal. Und dann mache ich ganz einfach anfügen 42, anfügen 41, anfügen 5 und kann das direkt hintereinander schreiben. Method Chaining auch gerne genannt. Ich kann es natürlich auch alleine hinschreiben, deswegen habe ich die Zeile hier nochmal stehen. Und dann habe ich noch gesagt, oh, gucken wir uns die Sachen mal an und sehen dran, ja, da kommt auch das raus, was ich erwartet habe. Das ist keine große Überraschung. So, zum Abschied möchte ich nochmal ganz kurz auf zwei Begriffe eingehen, die man eigentlich aus der natürlichen Sprache schon kennt, die aber später bei uns sehr wichtig werden. Syntax und Semantik. Die Syntax definiert, wie etwas aussehen soll, damit es zur Menge der betrachteten Elemente gehört. Das heißt, es gibt Regeln, die beschreiben, was sinnvoll ist. Und wenn es diese Syntaxregeln einhält, gehört es dazu, sonst nicht. Stellen Sie es am einfachsten, können Sie es mit einer Programmiersprache feststellen. Sie wissen ganz genau, wenn Sie ein Programm hinschreiben, es muss syntaktisch korrekt sein, wie es so schön heißt, damit es überhaupt ein sinnvolles Programm sein kann. Es kann immer noch schlecht sein. Aber eben, damit es überhaupt kompiliert werden kann, muss es syntaktisch korrekt sein. Und wenn Sie dann eben Schlüsselworte nutzen aus einer anderen Programmiersprache, die Sie im Kopf haben, die es da nicht gibt, ja, Pech gehabt, funktioniert es nicht. Ja, das heißt, es gibt klare Regeln, wie eine Programmiersprache, die in unseren Programmiersprachen aussehen. Nur wenn diese Regeln bei der Syntax eingehalten wird, kann das Programm eben genutzt werden. Syntax zu definieren passiert, Achtung, Ausblick theoretische Informatik, mit sogenannten Grammatiken und sogenannten Syntaxdiagrammen, die man auch nutzen kann. Brauchen wir hier zum Glück nicht im Detail zu wissen, aber schon mal kann man das formal machen, man kann es super formal machen. Dann muss Syntax eigentlich sofort intuitiv sein und gibt es nur eine Möglichkeit? Nee. Wenn ich 7 plus 3 schreibe, ist das eigentlich bei uns immer eine Infix-Schreibweise. Infix heißt, ich schreibe ein Plus dazwischen. Ja, okay. Ich kann das aber auch nicht dann nur dazwischen, sondern vorschreiben. Dann ist es eine Präfix-Schreibweise. Oder ich mache es Postfix. Ich schreibe erstmal hier darin, wie die Operanden aussehen und dann den Operator. Das kann alles das Gleiche bedeuten. Nebenbei die Postfix-Schreibweise ist sogar so cool, dass sie ohne Klammern auskommen würde. Kann man mal ausprobieren. Aber all das kann man einfach sagen, ist die Syntax und kann die identische Semantik haben.
Und da sind wir eben beim zweiten zentralen Schlüsselwort, das ist die Semantik und die beschreibt die Bedeutung dieser Elemente. Grundidee ist, jedem syntaktisch korrekten Element muss eine Bedeutung zugewiesen werden. Auch einem unsinnigen Programm wird die Bedeutung zugewiesen, läuft nicht oder stürzt ab oder ähnliche Sachen dann. Aber das ist eine Semantik, die man dort hat. Plus wird eben die Addition aus der Mathematik. Und die Semantik klärt für alle Fälle eindeutig, was die Bedeutung selber ist. Ja, und die Semantik hängt immer von den umgebenden Elementen ab. Zum Beispiel kann Plus auch für die Konkatenation von Strings stehen. Oder wenn Sie gruseligen C++-Stil lieben, kann man da auch so ein Operator-Overloading machen. Nein, das machen Sie nicht, bloß nicht. Aber egal, man könnte es auch machen. Ja. Ja, und nicht jedem syntaktisch korrekten Element kann auch semantisch was Sinnvolles zugeordnet werden, aber es muss ein Element der Semantik sein. 0 durch 0 gibt einen Fehler, aber dieser Fehler ist Element der Semantik, den man dort hat. Oder eben, wenn es jetzt hier ja, Double-Zahlen wären, würde dort irgendwas rauskommen wie Not a Number. Auch das ist ein Element, das es dort gibt. Sie gehören zur Semantik dazu. Ja, und die Zusammenhänge dazwischen für Programmiersprachen lernt man zum Beispiel im Compilerbau. Ja, und wenn man etwas präzise beschreiben soll, sollte man erstmal seine Syntax überhaupt klären und dann die eindeutige Semantik klären. Und das werden wir in der Logik hauptsächlich machen. Und da werden wir uns im nächsten Mal in der Aussagenlogik darum kümmern.